Pokémon Hack, ja, so kann man es eigentlich nennen. Randomizer im Pokémon Hack. Im Groben gesagt, ja. So ist das, Leute. So ist das. Ja, Bloody Party an sich ganz cool. Hat auch ein paar neue Sprites mit eingebracht. Und den ersten, den sehen wir wahrscheinlich jetzt schon direkt, soweit ich mich erinnern kann. Nicht? Ah, okay, es kommt erst später. Auf jeden Fall ist Professor Eiber eigentlich Professor Aisch in dem Game. Keine Infos mehr. So. Ja klar, White, dich kenne ich auf jeden Fall noch. Das glaube ich einer meiner ersten Subscriber früher mal. So, bitte berühren. Easy. Übrigens, seht ihr den Nightbot? Der hat diesen neuen Subscribe-Ding schon drin. Finde ich ziemlich geil. Warte mal, was ist denn das? Genau, Verified. Ist das dieser Subscribe-Mode? Ich glaube schon, das gehört, glaube ich, zu diesem neuen Subscriber-Mode, den man kaufen kann. Ist relativ cool, was die dort eingeführt haben bei Twitch. Ich bin auch einer der ersten Twitch-Partner, die dieses neue Subscribe-Ding haben. Wen wollen wir eigentlich nehmen hier? Junge oder Mädel? Was wollt ihr? Schreibt mal in die Kommentare. Junge oder Mädel? Also eigentlich bin ich ja immer mehr für den Jungen, aber Mädel ist auch manchmal. Also ich habe jetzt in letzter Zeit immer so auf den Boy genommen. Und ja, Mädchen, Junge, Boy, Junge, Mädel. Ne, Mädchen sieht besser aus, Mädel, Junge, Boy. Alter, es ist gerade sehr ausgeglichen. Sehr, sehr ausgeglichen an sich. Alter. Ich glaube, ich nehme einfach mal das Mädel. Komm, ich nehme das Mädel. Ich nehme das Schmädel. Wie ist das, Krankenschwester? Nein, ganz bestimmt werde ich mich so auf jeden Fall nicht nennen. Nee, nee, nee. Das geht so weit. Das ist die gute Zerlona, meine lieben Freunde, ja? Die gute Zerlona. So. Zerlona. Na, perfekt. Passt perfekt. Perfekt. Ja, Zerlona nenne ich mich schon seit Jahren als Mädel bei Pokémon Games. Ich glaube, das hat 2012, 13 irgendwie angefangen. So, wie heißt der Boy? Ich glaube, das ist der gute Dario, ne? Der gute Zero. Wobei hitzköpfige Charakter eigentlich mehr zum Feuerstachel passen. Naja. Hab dank deinen alten Videos auf Pokémon Before Crew angefangen, deinen eigenen Hack zu machen. Nice, Desert LP. Schick mir den auf jeden Fall mal zu. Würde mich mal mega interessieren, wie das Ding aussieht. Also, echt, schick mir den gerne mal zu. Ich würde ihn gerne mal anzocken. Vielleicht mache ich auch ein Video dazu. Muss mal gucken. Auf jeden Fall ziemlich fresh, wenn du aufgrund unserer Tutorials damit angefangen hast, so Pokémon-Hacks zu machen. Finde ich mega nice, finde ich cool. So, das feiere ich auf jeden Fall. Und Pokémon Before Crew, das ist ja echt schon lange her, muss ich sagen. Lange, lange ist es her, meine lieben Freunde. Hey, Misty, was geht? Ja, klar, Sweetie, natürlich kenne ich dich noch. So. Royal Clasher. Was mal? Ork oder Borg? Ne, Rock. Oder Royal Clasher Ork. Danke für den Follow und King Max, dir auch danke für dein Follow. So, das Geile ist halt an Bloody Platin, es ist halt schwerer als normales Platin. Und Platin an sich ist das schon relativ geil, aber für meine Verhältnisse einfach zu easy. Und Bloody Platin ist einfach viel zu schwer. Ne, also es wird echt anstrengend, sage ich euch. Weil Bloody Platin hat echt mannstückische Sachen. Und das ist echt kein Scherz. Also manchmal ist Bloody Palutena echt ein richtig krasses Arschloch. Vor allem vom Level Cap her. Aloe Flare Strike. So. Gucken und kämpfen, bla bla. Hier, ach, hier kriegen wir gar keinen Trank her. Natürlich nicht. Warum auch? Wäre ja auch viel zu viel verlangt, hier einen Trank reinzusetzen, ne? Nee, 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 nee. So, übrigens habe ich noch was zu sagen für euch. Vielleicht die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben durch das Video, die nur ein bisschen durchgeskippt haben. Da rechts oben ist da der Spendenbalken. Ich ziehe ja bald in der WG mit dem guten Klimmi und dem guten Sinus. Heute Abend kommt noch ein guter Mario Kart 8 Deluxe Part. Mit dem Klimmi, wo wir auch ein bisschen genauer drauf eingehen werden. Auf jeden Fall ziehen wir zusammen in eine WG, in eine kleine YouTuber-WG kann man sagen. Und Umzug und ETC kostet halt sau viel, deswegen habe ich mir gedacht, dass wenn die Spenden, die ich jetzt
in den Stream sammeln würde, dafür ein, also dass ich dafür einen Plan werde. Also wer mich da unterstützen möchte bei dem Umzug und etc. und allgemein mich unterstützen möchte, kann das gerne machen. Sage ich nicht nein zu. Nochmal nebenbei Hausaufgaben. Ja, Hausaufgaben habe ich eigentlich so gut wie nie auf in meiner Schule. Ist ja das nice. Ach, wir müssen erstmal. Ah, ja, damn. Ganz vergessen, wir müssen erstmal wieder in sein Haus rennen. Dann konnte er mit seinen ganzen so viel Dollar strafen. Oh, der lustige Boy. Der lustige Boy, meine lieben Freunde. Mit seinen ganzen Strafen, die er hier verzeihen möchte. Na gut. Ja, Zero, was geht bei dir überhaupt hier? Yo, Bro, was geht? Ey, 10 Millionen Euro Strafe. Ach, voll der Geldgeier hier. Wenn ich jetzt 10 Millionen Euro Strafe an, wenn ich zu spät komme. Aber hängt hier selber krass hinterher. So, Motiv mal auf Rot ändern für Bloody Platin. Easy. Easy, easy, easy. So, wir dürfen gegen unseren schönen Starter auswählen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Danke, Körner. Nice. Freut mich, dass du es lustig fandest. Oh, ich liebe die Musik bei Diamant per Platin. Die ist so göttlich, Leute. Ich liebe einfach diese Mucke. So. Mal sehen, ich höre die Pokes auf jeden Fall wieder nach Zuschauern hier benennen. Mal sehen, wer sich hier als guter Zuschauer herausstellt, der darf auch gerne das erste Poke sein. Da seht ihr auch schon, das ist eigentlich Professor Eich und nicht Professor Eibe, was uns da im Anfangsbildschirm erklärt wurde. Die Hold-On-App. Was ist die Hold-On-App? Also, ist das so eine App, wo man einfach die ganze Zeit auf einen Punkt auf dem Bildschirm halten muss? Ja, dann ist es. Wer holt sich solche Apps? Also bitte. Ich verstehe das nicht. Wir haben zweimal in einer Woche in der ersten Stunde Vertretung, anstatt uns freizugeben. Ja, das ist kacke. Wir kriegen meistens immer frei, wenn die Lehrer krank sind, weil die einfach keinen Bock auf Vertretung haben. Oh Mann, oh Mann. So, und ihr dürft uns jetzt einen Poke raussuchen. Und übrigens, falls ihr schon gesehen habt, wir haben auch jetzt weiße Charakter. Also die Protagonisten sind weiß angezogen. Also weiß waren sie die ganze Zeit ja schon, von der Hautfarbe her. Und schauen wir mal, was wir hier in den Pokébällen so haben. Wir haben einmal ein Bibor. Okay. Ein Golking. Und ein Plauderguy. Oh mein Gott. Also Bibor oder Golking. Oder Plauderguy. Oh krass. Was nehmen wir? Also, was werden wir nehmen, Leute? Plauderguy, Golking oder Bibo? Ich mach mal kurz einen Strawpoll, oder? Schreibt einfach mal rein, was ihr lieber haben wollt. Schreibt uns einfach mal in den Chat rein, ich guck mal. Vielleicht ist es ja übersichtlich und man kann halbwegs rausfiltern, wer was möchte. Es sind echt mal lustige Starter, muss ich sagen. Plauderguy, Golking, Bibo. Leute, gettet den Golking. Und Luki2k, danke für dein Follow. Bibo. Alter. Egal, hat alle für Bibo. Was ist denn bei euch? Golking, Bibo. Egal, hat alle auf Bibo. Ist das euer Ernst? Ihr spammt ja richtig den Bibo-Hype rein, ey. Übertreibt direkt. Okay. Dann gehen wir für Bibor. Machen wir's. Okay. Easy. Ich bin gespannt. Nicht beeinflussen lassen von Solo sind erstmal alle Bibor. Ja, alles klar. Wahrscheinlich sind auch viele Bots hier, die einfach nur Bibor spammen. Leute, wie abgeht hier mit Bibor? Chillt mal. Ich hab's da schon genommen. So, aber wie wird das Pokémon denn jetzt heißen? Das ist eine gute Frage. Wir dürfen es ja also erst später einstellen. Aber wird eine gute Frage sein, wie ich das Ding wohl nenne. Wir dürfen auf jeden Fall jetzt schon mal einen Kampf machen gegen unseren Rivalen. Das zählt aber noch nicht als Nassau-Kampf, das zählt erst, wenn wir die Pokébälle haben. Clerk Veronica mit Arsenia. Ja, tschüss. Übertreibt direkt. Aber wir haben unser Speedes Bibo hier am Start mit Furienstärke. Okay, das ist eine Attacke, die halt öfter mal daneben geht, wahrscheinlich, ne? Schlafpuder, chill dein Leben. Er hat einfach direkt Schlafpuder am Start. Ja, das ist nicht so geil.
Aber Bibo an sich, komm, du kannst auf jeden Fall mit dem Furienschlag mal was ausrüsten, Bruder. Du kannst auf jeden Fall mit dem Furienschlag mal was ausrüsten. Das ist auf jeden Fall nice. YOLO, Mimikyu, Nebel und Paddy, danke für eure Follows gerade. Habe ich gerade leider nicht drauf geachtet, Entschuldigung. Ich habe halt nur für, Subscription und Donation habe ich, Sounds, deswegen. Bei Dings habe ich keine Sounds. Okay, mal gucken, wie viel Damage man. Es hat auf jeden Fall keine Attacke, so wie es ausschaut, ne? Es hat nur Schlafpuder und was hat es noch? Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe gerade die ganze Zeit auf den Chat mitgeachtet. Aber ich glaube, es hat keine Attacke. Wir spammen einfach mal eben kurz. Ach, es hat Rasierblatt. Das ist nicht gut. Es hat Lockduft. Was hast du denn alles? Du hast Schlafpuder, Lockduft und Rasierblatt. Was ist denn das? Okay, zumindest können wir gut Damage reinhauen. Okay, wir sleepen. Wir sleepen. Ah, Mann, ey. Was ist denn das für ein Shit? Ist das Azenia shiny? Es sieht echt komisch aus, das Azenia, ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das shiny ist. Weil eigentlich gehen Shinies bei Trainer-Pokémon doch erst seit der neuesten Gen, oder? War das nicht so? Ich habe keinen Plan. Ich glaube aber nicht, dass das ein Shiny ist, oder? Es sieht auf jeden Fall sehr komisch. Ich guck mal kurz bei PokeWiki auf dem Handy. Es sieht auf jeden Fall sehr komisch aus. Frühenschlag. OP-Satzin, der ist da. Voila. Alles klar. Ey, krasses Azenia auf jeden Fall. Das geht mal richtig ab direkt. Nenn das Bibo Reinhardt oder spastig wegen dem Pokémon Platin. Was? Warum soll ich das Reinhardt oder spastig nennen wegen Pokémon Platin, hä? Ist das echt shiny gewesen? Nee, shiny ist das blau. Aber warum war das denn gerade so komisch? Vielleicht ist das vielleicht eine Lockduft, dass es dadurch irgendwie die Farbe geändert hat, weil irgendwie vor dem Lockduft sah es gar nicht mal so komisch aus. Hä? Also ich... Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es sau komisch. Okay, wir haben fast sogar Level 7 erreicht. Krass. Und Lollipop, danke für deinen Follow. Vielen, vielen lieben Dank. Ach, wegen Pokémon Spasti, dann sag das doch. Von Freaks so die Pokémon Spasti Serie. Ich hab, weil das stand wegen Pokémon Platin. Deswegen habe ich mich gerade ein bisschen irritieren lassen. Na gut, der Boy geht jetzt nach Hause. Auf jeden Fall, krass, was war mit den Satzenia los? Also, ist ja mal richtig daneben, ey. Ja, mal gucken, wie wir den Starter nennen. Also, hat er... Ach genau, das war ja... Das hat er doch Pikachu genannt. Das hat er Pikachu genannt, nicht Spasti. Nee. Ja, das ist... Ist das von Dobbs? Ist das eine Animation von Dobbs? Ich wusste gar nicht, dass Dobbs das macht. Also, Dobbs kenne ich. Bin mit denen auf einem Discord. Er macht richtig nice Videos, aber ich wusste gar nicht, dass er echt... Pokémon Spasti macht, das wusste ich nicht. Dr. Neff und der Lord Sarkul, danke für eure beiden Follows, vielen Dank. Und wir können jetzt erstmal zum See der Wahrheit. Es ist das Wahrheitsufer, also muss es auch der See der Wahrheit sein. Gut. Ja, sorry, bin gerade erst von der Arbeit wieder da. Und ja, stimmt, ja. Was stimmt, Dorky oder was? Dorky, ja, Dorky kenne ich auch. Dobbs macht eigentlich so diese Top 5 Videos und so ein Shit. Das ist übrigens Cyrus, der sieht auch ein bisschen komisch aus. Ja, Dorky ist aber ein Unterschied zu Dobbs. Dorky macht so Animationen. Dobbs macht manchmal so Hype-Animationen, kann man sagen. Macht halt so Animationen in seinen Top 5 Videos, aber nicht so krass wie Dorky halt. Dorky macht halt richtige Animationen. Justus und Yuga, danke für eure beiden Follows. Geht ja gerade richtig ab mit den Follows. Dankeschön dafür. So, wir dürfen auf jeden Fall gleich noch ins hohe Gras, soweit ich mich erinnern kann. Aber wir haben ja, wie gesagt, noch keine Pokéball und ETC, deswegen müssen wir erstmal zu Professor Albe. Genau, das sagt er auch gerade richtig, der Zero. Wir müssen erstmal zu Professor Albe noch. Weil der gibt uns ja erst den ganzen Stuff. Das Geile ist halt, wir müssen jetzt erstmal zu unserer Mom zurück. Danach können wir uns die Pokébälle snappen. Oder, nee, müssen wir überhaupt zu unserer Mom zurück? Wir müssen, glaube ich, wir können direkt zu Professor Eich rüber. Das ist Geile. Hey an alle, die gerade neu dazugekommen sind. Hallo, hallo, hallo. So, wir gehen auf jeden Fall direkt über die Route hier rüber zu dem Profi. Und ein Gekabur. Nice. Okay, das läuft ja aber noch nicht. Ja, das ist egal. Wir haben ja eh keine Bälle. Wir können eh noch nichts fangen. Dein Lieblings-Shiny-Pokémon. Ich habe keinen Lieblings-Shiny, aber Quajutsu sieht halt richtig sick aus. Normal und als Shiny, muss man sagen. Damit können wir auch schon mal ein bisschen hier trainieren auf der Route. Gekabur geht auf jeden Fall voll easy weg. Ist natürlich nice. True Story, danke für deinen Follow. Bibo Level 7 schon. Ja, wenn wir hier gut trainieren können, wäre auf jeden Fall richtig nice. So, und jetzt auf jeden Fall nach oben und rechts, denn dort geht es jetzt sofort zum Professor.
Ah, ey, da freue ich mich schon richtig drauf. Der Profi, der uns jetzt gleich unseren Spitznamen geben lässt. Das wird auf jeden Fall nice. Ich bin gespannt, was für einen Spitznamen wir gleich noch nehmen werden. So. Okay, Professor Eich am Start. Was geht, Profi Eich? Spitznamen geben, okay. Ich sehe gerade, Geffel2701, du hast gesubscribed. Ich glaube, komm, bitte, weil du gerade subscribed hast, können wir dir auch gerade mal den Spitznamen geben. Geffel. Sub habe ich gerade erst reinbekommen. Ein nettes Game, könntest du das lieber vielleicht Manu nennen? Wäre sauger. Manu, okay. Manu soll das heißen. Danke dir auf jeden Fall. So, Manu. Ich habe jetzt gerade erst halt... Oh, ich muss die Subscriptions noch ein bisschen lauter einstellen. Das war gerade ein bisschen zu leise. Aber danke dir auf jeden Fall, Geffel. Vielen Dank für deinen Sub. Dankeschön. Wischt auf jeden Fall ein nicer Dude. Und danke für deine Unterstützung. So. Du bist nun das Bibo, a.k.a. Manu. Also ich schätze mal, dass du Manu heißt. Und wir kriegen auch jetzt unsere Pokéball direkt. Wir müssen halt nur erstmal hier... rüber zu unserem Boy im... Ne, zu unserer Mom müssen wir erstmal rüber. Genau, wir müssen erstmal rüber zu unserer Mom. Und dann geht's weiter. Ach so. Ja, wir müssen Ja drücken, ne? Genau, Dankeschön. Pokédex, bla bla. Können wir eigentlich alles ein bisschen speeden, weil es ist eh langweilig. Wir müssen erstmal wieder, wie gesagt, zurück zu unserer Mom. Weil wir dort halt... erstmal die Geschichte erzählen müssen, was gerade passiert ist, was abgeht und ja, dann können wir weitermachen mit Pokémon. Also wir können auch jetzt schon Pokémon fangen, das ist eigentlich Wayne. Aber dann geht's halt richtig los. Dann wird's erst richtig interessant, Leute. Und richtig nice. Ah, ich freue mich schon richtig drauf auf die spannenden Battles, die dann kommen werden. Es wird auf jeden Fall richtig, unspaß, das Game ist übertrieben schwer. Und übertrieben nice. Und es wird auch richtig spannend werden, sage ich euch. Also Speed einsetzen dürfen wir eigentlich nicht so oft. Ich sag das jetzt noch, aber bald, ich werde glaube ich richtig übertreiben wieder mit dem Speed, ich kenne mich doch. Jetzt gerade können wir noch Speed einsetzen, weil wir sind ja eh auf dem Weg nach Hause. Lass mal alle Hashtag B-Boards renten. Ja, wenn das so einfach wäre, irgendwo Hashtag B-Boards renten zu lassen. Okay, was ist unser Encounter hier auf der Route? Das ist Blutzug, okay? Blutzug. Alter. Ja, ich werde es auf jeden Fall fangen. Ich weiß nur nicht, ob der Furien stark ausreichen wird. Ah, wir haben noch keine Bälle, ne? Na gut, die kriegen wir erst später dann. Ja, dann ist es egal. Dann ist es Wayne. Dann müssen wir erst später gucken, was wir so auf der Route bekommen. Also das war ja gerade auch wieder kein richtiger Encounter. Wie gesagt, wir haben noch keinen... ja, Dings gehabt, ne? Ihr wisst Bescheid. Keine Pokébälle. Hey, lol, Thomas, was geht? Was geht ab? Bam, bada, bam. So, erstmal hier schön abgecheckt bei meiner guten Mom. Yo, Twizzy, was geht? Alles fresh bei dir? Wie sieht es an sich aus? Hast du schon das neue Mario Kart? Ihr müsst auf jeden Fall mal streamen zusammen, wenn du es auch hast. Also ich habe es jetzt zumindest. Ich darf auch erst ab morgen wieder streamen. Vielleicht gibt's morgen Abend einen geilen Mario Kart Stream, wenn ihr Bock habt. Mario Kart 8 Deluxe zum Release. Für alle, die sich das geholt haben, dass wir dann schön in einer großen Community hier zocken können. Das wäre ziemlich nice. Würde mich mega freuen, wenn ihr da mit dabei seid und Bock habt. So. Weil ich bin mega gehypt auf das Game, weil ich habe das jetzt offline schon so viel gezockt. Ich will die 3 Sterne haben online später. Ey, das bockt richtig, Leute. Ich kann es echt nur jedem empfehlen, sich das zu kaufen. Es bockt echt richtig. Es ist meiner Meinung nach irgendwie einfach viel besser als Mario Kart 8 für die Wii U. Ich habe auch keine Ahnung warum, aber es lässt sich einfach so viel geiler spielen. Allein, weil ich heute schon im Zug auf einer Hinfahrt nach Cologne spielen konnte. Ah, viel zu geil. Bin müde, wollte zum Gym, meine Mama musste aber mein... ah, okay. Ja, mir geht's an sich ganz gut. Ich bin eigentlich relativ ausgeschlafen sogar, obwohl ich, ja, was heißt, ich konnte heute ein bisschen ausschlafen bis 6:30. Und, oh, wir haben ja ein paar Entfernungen auf der Route. Krank. Also, wir haben ja immer noch keine Pokébälle, oder? Wir haben immer noch keine Pokébälle. Also, können wir hier noch den Dicken raushängen lassen. Heißt, Furienschlag geht noch klar. Und das wird sehr viele Erfahrungspunkte geben, oder? Das müsste sehr, sehr viele Erfahrungspunkte geben.
Darf ich dein erster Encounter werden, den du fängst? Wäre richtig geil. Gucken wir mal, Pixelfreak. Was ich fange. Wenn das, wenn dein Name so zum Encounter passt, können wir da gerne was machen. So, sonst suche ich mir das immer so ein bisschen aus, wenn ich da nehme von euch. Und wer gerade sehr effektiv ist, wer mir so im Auge hängen geblieben ist, wer halt relativ viel, sehr oft da ist und so. Ich weiß es ja, wer auch sehr viel kommentiert. Zum Beispiel Misty kommentiert sehr viel und ist immer aktiv in den Videos dabei. Finde ich richtig cool von dir. Auch mal danke an dich für die Unterstützung. Ja, Twizzy, auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall mal zusammen Mario Kart 8 Deluxe dann streamen. Vor allem, wenn ich dann bei dir in der Nähe wohne, ist es dann noch viel easier. Entweder ich komme mal zu dir oder du kommst mal zu mir. Wir können so zusammen streamen, das wäre auch voll lustig. Aber dann habe ich halt auch besseres Internet. Kennst ja meine Internetprobleme derzeit. Nicht so geil, ne? Ist halt echt nicht so geil. Wie du auch schon am Swentons Ziel sehen kannst, Twizzy, ja, also, ich bin gerade schon gut am Schwan für den Umzug. Muss sein. So, wir haben noch keine, aber wir können schon mal welche kaufen. Wir kriegen ja eh noch welche, aber ich würde trotzdem schon mal welche mitkaufen. So. Ich wäre gerne ein Bediza. Alter, das ist einfach ein Bediza-Emote. Kranker Scheiß. Ich will auch immer überlegen, wenn wir wieder mehr Subscriber drin haben, was ich für neue Emotes noch reinsetzen will. Und ich will bald noch neue Merchandise rausbringen. Ich habe jetzt vor, einen Kira-Merchandise rauszubringen, also mit Deoxys und den ganzen anderen verstorbenen Kira-Pokémon. Also, da stehen dann so Kira und dann halt Number 3 oder sowas. Oder halt Deoxys einfach nur und dann Number 3. Weil halt, das war halt Kira Nummer 3, ne? Wisst ja Bescheid. Falls ihr Pokémon Mond noch verfolgt habt. Wird bald auch mal wieder eine neue Folge kommen. Muss auch mal wieder eine neue Folge kommen. Da ist Bediza! Hey! Ja. Thomas, ich würde es ja gerne fangen. Aber das macht mein Kollege hier leider schon. Deswegen tut's mir leid. Kann das leider nicht für dich fangen. Aber der gute Dude hat das bestimmt Thomas genannt. Deswegen ist ja okay. Ja, es ist scheiße für sie. Also ich glaube, wir haben Unity Media oder Netcolon, irgendwas von beiden wollen wir holen. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich glaube, es war Unity Media. Jetzt bekommst du Balls. Ja, ich bekomme jetzt die Balls. Und dann können wir direkt hier auf der Route. Obwohl, wir fangen uns erstmal unten was, wo wir Gekabor und Panferno gefunden haben. Dann gab es auch am Wahrheitsufer halt, also See der Wahrheit da, gab es ja auch noch ein Pokémon zu fangen. Was geil ist, ne? Wir können heute sehr viele Pokémon hier fangen. Finde ich ziemlich geil, weil, ja, zum Start ist das schon mal ziemlich gut. Direkt mal rüber zum See der Wahrheit, Leute. Oh, geil. Dann können wir nochmal, falls wir hier Schaden mit uns nehmen, können wir direkt mal eben noch zu unserer Mom rüber. Die kann uns dann auch healen. Ist alles easy eigentlich. Ey, Bloody Party ist so schwer, spielt das im Moment und hab in dem Game noch so gestruggelt. Ja, sie werden auf jeden Fall auch sehr krass. Ich bin gerade einfach die ganze Zeit nur rumgelaufen und habe gewartet, dass irgendwann mal ein Encounter kommt, mir einfach rausgelaufen aus dem Wahrheitsufer da. Pinguin, danke für dein Follow und können wir jetzt endlich mal bitte einen Dankeschön. Dankeschön, ich brauche den OP-Affen, das wäre richtig geil. Und wir kriegen einen Maskenregen hier, okay. Das ist ein Livestream-Projekt, genau. Seit wann mag ich Pokémon? Boah, das ist schon sau lange her, seit ich mit Pokémon angefangen habe. Das ist schon, Alter, ich kann das, glaube ich, gar nicht mehr so nachverfolgen. Level 5, das sollten wir eigentlich mit Furienschlag nicht killen können. Deswegen Furienschlag reinhauen und dann mal gucken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wollen wir nochmal reinhauen? Ja, ich glaube, wir hauen nochmal rein. Wenn wir schon nicht killen. Wenn wir jetzt wohl keine 3-4 Volltreffer landen. Aber dann fangen wir das Maskenring auch und dann gucken wir mal, wer das Maskenring von euch sein wird. Ah, fuck it. Es ist halt kacke, dass wir eine Attacke haben, die öfter trifft. Das ist halt beim Schwächen sehr kacke. Dann, wir können es nicht definieren, wie viel wir jetzt treffen. Owen, danke für dein Follow. Wir werfen einfach mal den Pokéball rein. So. Ein Remake von Pokémon Diamant per Platin wäre so lit. Ich sag's euch, ich würde das so abfeiern. Ah, Maskeringen kommt, scheiße. Shit, 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 shit. Ah, lass mich das Teil doch einfach fangen. Lass mich das Teil doch einfach fangen. Dankeschön, Dankeschön. Es ist männlich. Haben wir irgendein Männchen, was gerne im Maskenregen sein würde? Haben wir irgendwas? Ich weiß es nicht. Schreib's mal rein. Käferflug. Boy, was ein Poke. Was ein Poke. Bahnbrechende 1 Räder 7. Ich nenne dich einfach Brecher, okay? Ja, komm, ich nenne dich einfach Brecher, dann geht das schon klar, schätze ich mal. So, Brecher, der Brecherboy. Ich versuche auf jeden Fall
so gut wie es geht, jeden mit reinzubekommen ins Projekt ist, glaube ich, sogar bei 80 Zuschauern noch möglich. Kann halt nur ein paar Streams dauern. Aber ja, mal sehen. Hab noch nie Pokémon. Alter, Tracy, du hast noch nie Pokémon gezockt, das ist echt nicht cool. Haben wir eigentlich irgendeine Schwäche, also sind wir eigentlich geschwächt worden gerade eben? Nee, was hast du überhaupt für Attacken? Du hast wahrscheinlich nur Lockduft, oder? Blubber, Ruckzuckieb, Lockduft und das mal. Das ist eigentlich gar nicht mal so scheiße, ne? Fahren wir auf Level 5. Ich glaube, wir heilen mal kurz unsere Pokémon und lassen das Ding da mal vorne stehen. Vor allem, wenn wir fast. Ey, wenn wir ein Panterno bekommen, können wir es mit Blubber erstmal schön runterschwächen. Das ist perfekt. Weil Blubber wird auf jeden Fall nicht killen. Das wird safe nicht killen. Nicht ein Panterno bei einem Maskeregen, ja? Das ist nicht mal Step oder ETC. Das wird, glaube ich, nicht mal ein Turret sein. GG Brasher Boy. Alter. Wir fangen mal an. Mit dem Brecher. Und wir schauen mal, was der für ein Item überhaupt dabei hat. Nehmen. Okay, das war eine TM. Mal sehen, was für eine TM das überhaupt war. Das interessiert mich jetzt. Was war das für eine TM? Trugschlag. Das ist ja nice. Okay, die heben wir mal auf, die TM. Nice. Also, Twisty, wie kann man noch nie Pokémon gespielt haben? Das ist unglaublich. So ein geiles Nintendo-Franchise. Du hast es noch nie gespielt. Schäme dich, Twizzy, schäme dich. Aber zumindest hast du schon Mario Kart gespielt. Zumindest. Und wir haben... Oh mein Gott, wir kriegen echt Panferno. Oh mein Gott. Wie geil ist das denn? Alter, das ist so geil. Okay, Panferno. Alter, das muss echt... Also, dieses Pokémon kann ich echt nur einen krassen Zuschauer geben. Weil Panferno ist echt schon eine Ehre zu bekommen, muss man sagen. Oh, damn, Leute. Oh, damn. Mal sehen, wer unser nice Panferno sein wird, ne? Mal schauen. Und wie viel ziehen wir ab mit Blubber? Genau, wie ich es gesagt habe, nicht mal ein Two-Hit, ein Free-Hit höchstens. Arcanas würde ich mega nice finden, wenn du sowas machen würdest. Würde ich mega cool finden. Okay, wie viel? Ich glaube, mit Ruckzuckieb können wir sogar noch ein bisschen Damage reinmachen und das reicht dann auch noch, um das Ding dann zu fangen, oder? Ja! Ey, das ist perfekt! Ey, das ist perfekt! Oh mein Gott, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Also ich schau mal, wen ich da gleich, Panferno gebe. Also wird interessant werden. Also wenn wir es überhaupt fangen können, ja? Wenn wir es überhaupt fangen können. Wer weiß, ob wir es überhaupt gefangen bekommen. Aber wir haben echt gut geschwächt, muss ich sagen. Wir haben sehr gut geschwächt. Und es ist der First Pokémon, oder? Es ist einfach der First Catch. Es hat alles übertrieben gepasst. Es hat alles übertrieben gepasst, Leute. Alter. Das ist krass, Leute. Es hat einfach so übertrieben gut gepasst, dieses Battle. Alter. Wie krass. White, danke für deinen Sub. Ich sehe es gerade im Chat. Es kam gerade hier noch nicht auf OBS rein. Aber ich sehe es im Chat. Danke und... Okay, du kleiner Hase. Wir sind jetzt nach Panferno. Also das Panferno jetzt nach dir benennen, oder? Ich weiß es doch. Ich warte jetzt noch auf deine Message ab, bevor ich das hier... Vielleicht willst du einen bestimmten Namen haben. Ich warte jetzt auf deine Message ab hier. Aber danke für deinen Sub auf jeden Fall. Vielen Dank. Oh mein Gott, Panferno einfach. Einfach Panferno. Ey, ich kann das nicht glauben. Ja, ich werde es auch nach White benennen. Also sorry jetzt gerade an alle anderen. Ich hätte es sonst nach Misty oder so benannt. Weil Misty ist sau oft da und du wirst auf jeden Fall auch ein Pokémon werden, Misty. Weibliches Pokémon. Aber das Ding ist männlich, deswegen passt es besser zu White, würde ich sagen. White ist ja auch ein Boy, ein krasser Boy. Alter, warum kommt die Sub-Donation-Dings-Message gerade nicht rein? Das ist halt echt... Konnte keine Message angeben, aber das sollte eigentlich angezeigt werden, dass du gesubbt hast. Ich werde trotzdem einfach mal... Oh, danke für die ganzen Follows, die gerade reinkommen. Ich werde es einfach mal White nennen. So, dann werden wir gleich... Es wird gleich auf jeden Fall noch angezeigt werden. So, wahrscheinlich gleich, wenn wir den ganzen Messages hier fertig sind. So, weil die ganzen Follows werden gerade erstmal nachgeladen. Oh, damn. Es kamen gerade wieder sehr viele Follows rein. White, bitteschön. Du bist nun ein cooles, krasses Panferno. Alter. Have fun! Das ist richtig nice. Alter, mit einem HP hast du überlebt! Du hast mit einem verdammten HP überlebt! Alter! Mit Glut direkt schon dabei. Puh! Puh, hat mit PSC gesubbt. Ja, das geht ja alles. Ich muss halt nur jetzt gucken. Von Handy aus, okay. Ich habe halt echt keinen Plan. Hat das jetzt irgendwie angezeigt oder so? Ich habe echt keinen Plan. Sehr komisch gerade.
Was hast du denn? Hast du den normalen Sub gemacht oder hast du einfach den neuen Subs gemacht? Was interessiert mich mal? Wenn du einen von den neuen Subs gemacht hättest, müsstest du eigentlich noch einen anderen Button dazu haben, glaube ich. Naja, mal gucken. Also auf jeden Fall sollte deine Message noch angezeigt werden. Das auf jeden Fall. Kommt noch. Kommt auf jeden Fall noch. Wenn nicht, mache ich das separat. Ja, Till, natürlich kenne ich dich noch. Hättest auch so in den Chat reinschreiben können. Musstest du nicht einfach so privat schreiben. Natürlich kenne ich dich noch, Boy. Natürlich. Leute, wir hauen auf jeden Fall direkt mal weit nach vorne. Normalen Sub, okay. Ja, aber warum wird das da nicht angezeigt? Ich verstehe das nicht. Es wird bestimmt noch kommen. Also, Dings kam ja auch erst ein bisschen später, der Sub von Gefe. Wir können ja hier auch wieder was Neues fangen, Leute. Krass, wir können auch was Neues fangen. Also im Chat sehe ich die Subs immer normal noch. Und einfach ein Rizeros, als ob. Oh mein Gott, einfach ein Rizeros. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier raus switchen. Das können wir mit White nicht machen, das ist auf jeden Fall klar. Auf Brecher würde ich aber gehen. Solange er jetzt keine Gesteinsattacken hat, ich glaube, der hat noch keine. Ich hoffe, er hat noch keine, das wäre auf jeden Fall gut, weil dann können wir mit einer Wasserattacke angreifen, das Ding schon mal ein bisschen... Hornattacke! Warum hast du Hornattacke? Chill mal! Fire, Kill und Psycho, danke für die Follows. Okay, aber wir können doch bestimmt einen schönen Blubber raushauen, oder? Der wird mit Hornattacke uns jetzt nicht killen. Wir können doch die ganze Zeit ein bisschen... reinhauen mit Blubber und halt noch ein bisschen heilen mit Tränken. Sollte funktionieren, ja. Sollte auf jeden Fall im Rahmen des Möglichen sein. So, dann Heilung mit dem Trank. Wenn jetzt gleich in den nächsten 10 Minuten der Sub nicht reinkommt, White, werde ich nochmal einen externen Sub für dich machen. Weil wir wenigstens angezeigt bekommen, dass du gesubbt hast. So, Blubber kriegst du rein, Rizeros. Kriegst Blubber rein. Okay, nice. Es ist fast down, das Rizeros. Heißt, wir können auf jeden Fall schon mal für den Catch gehen. Ich würde aber vorher nochmal ausswitchen, glaube ich, auf unser Manu. Oder? Es hat ein bisschen mehr KP und ich glaube, es hält auch ein bisschen mehr aus als das Maskeregen, glaube ich. Fuiuiuiui. Wir müssen echt aufpassen, dass das Ding hier nicht down geht. Okay, die Verteidigung wird gesenkt. Aber das wird nicht killen. Nein. Wir haben auf jeden Fall gut runtergedodged. Das ist auf jeden Fall perfekt. Und mal gucken, wer das Pokémon wird. Weil Rizeros ist auch ein richtig geiles Poke. Rizeros, ey. Okay, es ist rausgekommen. Okay, nice, Sweetie. Ich freue mich echt schon drauf. Oh, damn, ey. Der macht uns aber auch viel Damage. 12 KP Damage macht er uns. Puh. Ich hoffe, wir kriegen das Ding schnell gecatcht, weil sonst... Ah, fuck. Weil das macht uns echt guten Damage hier. Furienschlag. Oh, bitte nicht zu Mirsch. Bitte nicht. Es macht 3 Damage. Das heißt... Noch 2 überleben wir, bitte. Danke! Danke! Vielen Dank! Alter. Okay, wenn jetzt keiner mehr dazwischen subt, nenne ich das echt Misty, das Poke. Deswegen, wenn jetzt keine Subscription mehr reinkommt, dann nenne ich das echt Misty, ja. Oh, Stampfer, wie viel ziehst du ab? Oh, du machst echt richtig guten Damage. Alles klar, Twizzy. Viel Spaß beim Trainieren. Wir haben noch 3 Tränke. Okay, wir müssen das Ding auf jeden Fall... Ich will das Ding gecatcht haben. Ich will das Ding gecatcht haben hier. Ich will das Ding gecatcht haben. Stampfei. 14. No risk, no fun. Ich will das Ding. Komm. No risk, no fun hier. Ich will das Rizeros jetzt. Komm. 1. 2. 3. Komm. Nein! Also, oh, bitte kill mich nicht. Bitte kill mich nicht mit Furienschlag oder so. Komm. Rutenschlag. Wir dürfen nicht drin bleiben. Das Ding wird uns wegficken. Wir haben jetzt zweimal Rutenschlag bekommen. Oh, fuck. Das wird jetzt echt ekelhaft. Wir müssen auf Brecher gehen. Das müssen wir aber aufpassen. Wir müssen sofort wieder heilen. Wir werden so viel Tränke hier dran vergolden. An diesen einen Poke. Alter! Hornattacke! Nein! Nein! Überleb bitte! Okay, das macht nicht so viel Damage. 9 KP haben wir noch. Komm. Das halten wir halten auf jeden Fall mindestens eine Attacke aus, glaube ich. Wir halten auf jeden Fall mindestens noch eine Attacke aus. 1. Nein! Nein! Stampfer. Du machst nicht mehr als 9 Damage, oder? Fuck! Wir haben noch 2 Tränke. Komm! Lass mich das Poke fangen. Ich will es so gern haben. Ah.
Er macht 2 KP Damage mit Furienschlag immer. Oh, 13 haben wir noch übrig. Das heißt, wir können auf jeden Fall nochmal einen Ball werfen. Ey, bitte bleib einfach. Das nächste Mal probierst du mit dem Primärball, wenn es nicht drin bleibt, okay? 1. 2. Nein! Hornattacke. Ach, fuck it, Alter. Letzter Tank hier. Letzter Tank, den ich opfern kann. Danach müssen wir es killen oder halt rausgehen. Ey, das ist richtig ekelhaft gerade. Das ist richtig ekelhaft. Oh, damn. Alter. KfW, eigentlich ist es cooler, wenn du halt schon länger in der Community bist, dann hast du halt höhere Chancen reinzukommen als Poke. Aber wenn du einfach cooler Boy bist und öfter mal hier bist, dann auf jeden Fall auch. 2. 3. Nein! Routenschlag. Routenschlag. Der 7, danke für dein Follow. Pokéball, komm. Pokéball, go. Bitte bleib drin. 1, 2, 3. Ja! Wir konnten es mit dem letzten Pokéball. Ah, fangen, den wir jetzt noch nehmen konnten. Weil sonst hätten wir echt killen müssen. Wir hätten sonst killen müssen, Leute. Weil weitere Tränke hätten wir jetzt auch nicht gehabt. Oh, Misty. Das bist du, mein liebes Fräulein. Du bist das geile Rizeros. Alter. Wer kennt Hashtag Sankabra noch? Ja, auf jeden Fall. Hashtag Sankabra. Immer noch am Start. Okay, Misty. Bitteschön. Weil du immer so oft in den Kommentaren auf YouTube dabei bist, sehe ich was unter jedem Video. Finde ich richtig cool. Ich merke mir die Namen immer von den Leuten, die sehr oft kommentieren. Und ich merke mir eher noch die Bilder mit dazu. Nein, ich nenne es bestimmt nicht Mistvieh. So. Soll in Ehren gehalten werden, das Poke. Echt, auf jeden Fall danke dir für den ganzen coolen Zug. Ohne Spaß. Ich finde es einfach geil. Es kommt nicht auf irgendwelche Spenden, auf irgendwelche Subs an. Es kommt einfach an, wenn jemand immer dabei ist, so. Und ja, also, das ist, ich finde es einfach krass. Ich danke dir auf jeden Fall vom ganzen Herzen. Und ich hoffe, ich bereite dir immer gute Laune mit den Videos. Und ja, ich hoffe, ich kann dir noch sehr oft schöne Videos bringen. Beziehungsweise weiterhin täglich coole Videos abliefern. Ja, solange ich nicht irgendwie abrippe, sollte das auch funktionieren. Nee, dein Sub ist gar nicht durchgekommen, wenn du gesubscribed hast, der Gamler. Sonst schau mal, ob das Geld schon abgehoben wurde oder etc. Wenn ja, beschwer dich mal, weil du bist gar nicht hier eingetragen, du bist in meinem Dashboard. Ich kann das halt sehen, wie viele Subs ich halt habe. Und das hat auch keiner dazugekommen durch dich und du hast halt auch hier auch keine Message bekommen. Also entweder dein Sub ist gar nicht durchgekommen oder du hast irgendeinen Fehler gemacht dabei. Oder kein Plan, guck einfach mal nach. Irgendwie... Oh, scheiße. Wir können aber Fabrice und One Piece und Icarus, danke für eure Follows. Ach so, Whitey. wir müssen verkaufen, weil wir brauchen auf jeden... Na, nee. 500... Oh, Mann, das ist so goddamn kacke. Aber wir brauchen Tränke, Leute, das ist wichtig. Ey, wir brauchen Tränke. Wir hätten nicht so viel Pokébälle kaufen sollen, aber wir brauchen auch Pokébälle. Es ist alles richtig critical hier. Oh Mann, oh Mann. So. Route 202. Krass. Wisst ihr, sowas ist halt das, was... Oh, Panzer Eron hätten wir auch noch hier bekommen können. Krass, krass. Wir haben noch gar nicht geguckt, was unser Dings eigentlich alles drauf hat. Unser neues Poke. Was? Kommt direkt mit Schnabel, alles klar. Ja, genau. Misty, komm rein. Können wir direkt mal gucken, was du alles am Start hast. Ja, aber das wird dir nicht viel bringen. Hornattack, wie viel sieht das ab? Nicht so viel. Mach nochmal Silberblick. Fuck, fuck, fuck. Wir flüchten. Wir flüchten. Wir haben auf jeden Fall Hornattacke drauf, was ziemlich cool ist. Whitey wurde mal kurz weggepumst. Das ist gar nicht gut. Ich lass dich mal vorne. Du hast sehr viel Verteidigung im Gegensatz zu den anderen Pokes. Also ein bisschen mehr. Ist halt ziemlich nice. Und können wir gut ausnutzen, Leute. Das können wir gut ausnutzen, dass du so gute Verteidigung hast. Hier, Whitey, komm. Weil du ja subscribed hast, aber nichts ankam, kriegst du jetzt eine... Stell dir einfach vor, dein Name steht da. Ich subscribe einfach nochmal für dich, okay? Weil das ist echt nicht cool, dass es jetzt nicht ankam. So, Test-Subscription mal reinhauen.
Stell dir einfach mal vor, das wäre jetzt deine Subscription gewesen, okay? Sorry, Bruder, ey. Ohne Spaß, sorry. Ich muss mal die Alertbox übrigens mal ein bisschen lauter stellen, habe ich das Gefühl. So auf 50 ungefähr. Sollte passen, 52, so. Damit es ein bisschen lauter wird. Sound Volume ist auf 100 hier. Okay. Ein Solonent, yo. Wenn ihr fragt, warum Nent mit Doppel-N, weil das vom Dings so aus ist. Weil Abonnent heißt ja auch mit Doppel-N, ne? Ihr wisst Bescheid. Wobei das mit einem N wahrscheinlich cooler aussehen würde und für weniger Fragen sorgen würde. Aber hey, machen wir es auf die normale Schreibweise einfach. So. Ich verstehe jetzt nicht, meine Prime-Subs nicht reinkommt. Sieht man, wenn man damit gesubscribt. Deswegen ist das gerade nicht mal Prime bei deinem Account drin. Kann es sein, dass Twitch gerade irgendwie rumbackt oder so? Voll uncool gerade. Aber du hast ja deinen Prime-Account nicht mehr hier, also dein, du kriegst da so ein Prime-Zeichen angezeigt, also du kannst das natürlich auch ausstellen. Ich weiß nicht, ob du das gemacht hast. Ja, also White, man hat eigentlich eine Krone vor seinem Land, das ist klar, aber man kann das halt auch ausstellen. Ihr kannst halt auch ausgestellt haben, wie du nennst. So. Ist halt das Dingen. Ja. Also Prime musst du halt mit Amazon Prime verbinden und dann halt schauen, wie das dann weiterläuft. Kann übrigens jeder einfach ein Amazon-Konto erstellen und dann Amazon Prime halt einfach einmal testen und dann halt angeben lassen. Zählt das dann in der Community, wenn man auf YouTube anders heißt? Ja, also. Es ist halt das Problem, dass ich deinen Namen halt dann nicht kenne, so. Du kannst mir halt viel erzählen in der Sinn, aber ich glaube dir halt einfach, dass du wahrscheinlich schon was länger dabei bist. Ich habe dich jetzt zwar noch nicht so oft hier gesehen, sondern glaube ich noch gar nicht, aber... Naja, also ich habe kein Prime. Nein, du hast kein Prime. Nein, Kappa Kappa. Du hast bestimmt kein Prime. Sieht man auch gar nicht an den Krönchen vor deinem Namen. Kamaub, okay. Ey, der hat aber voll viele Pokes, sehe ich gerade. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Aber wisst ihr, rasiert hier das alles alleine weg. Ist auch ganz nice. Freut mich. Das freut mich, dass Misty so einen guten Job hier macht. Pika Luise! Oder Pika Luis. Was geht? Hallo an dich. Ja, ich kenne das selber von mir auch, Pokémon Mega TV. Ich kommentiere auch fast gar nichts an sich. Nur in den seltensten Fällen, weil ich viel zu faul dafür bin. Aber ich schaue so viele Videos und da ist auch öfter mal ein Like da. Was ich like, ist halt schon mit eines der wichtigsten Sachen neben den Kommentieren. Also nach den Kommentieren. Weil durch Likes sieht halt der YouTuber und dass Leute das feiern. Aber halt, das motiviert halt einen richtig viel. Ich sag euch, also es motiviert einen richtig, wenn man sieht, dass ein Video halt einfach mehr Likes bekommt, als zum Beispiel ein anderes Video oder so. Es motiviert einen einfach mal automatisch mehr. Deswegen bei den Zensur-Videos habe ich jetzt schon 700 Likes, das ist auf jeden Fall schon. Es motiviert mich auch einfach schon direkt so. Jo, Leute wollen eine neue Folge haben. Das Ding ist, man muss die Leute halt einfach. Meistens. Oh fuck, das macht richtig viel Damage. Meistens nochmal dazu motivieren, das zu machen. Man muss denen halt nochmal sagen, yo, vergesst nicht zu liken, wenn ihr das geil findet. Weil sonst machen die meistens halt einfach nicht so. Lavita. Lavita, Lavita, Lavita. Geh einfach mal auf Brecher rauf. Boah, ich lieb die Mucke. Die ist so gut. Ohne Spaß, ich freue mich echt darüber, wenn wir echt ein Diamant-Perl-Platin-Remake bekommen. Und danke an die ganzen Follows, die gerade eben reingekommen sind, habe ich gar nicht gesehen. Danke an die ganzen sweeten Boys und Girls, die hier subscribe-Zeichen gefollowt haben. Danke an euch. Boah, ich feiere die Mucke richtig. Ich liebe die Mucke. Leute, was haltet ihr von der Mucke in Diamant, Perl und Platin? Schreibt's mal. Pika Luis, danke für dein Follow und Reit zu Minecraft. diese Rechtschreibung. Richtig nice. Richtig nice. Aber danke auch für dein Follow. Das Shiny Frog. Hast du Shiny Froxys gefarmt? Nice. Du weißt ja, wie du deine Shiny Froxys nennen musst, weißt du hoffentlich. Muss mal ganz kurz gucken. Ah, jetzt ist ein Resub drin. Schau mal an, White. Da ist ein Resub. Als ob. Alter. Da kommt der nach Jahren endlich an, der Sub.
Oh mein Gott. Ja gut, da ist er. Cool. Cool, cool, cool. Lass mal Manu mal vorne. Die beiden sind zwar ein bisschen geschwächt, aber ich hoffe, das schaffen wir noch. Ja, zumindest haben wir den noch reinbekommen, den Sub. Das freut mich, dass wir das auch sehen durften. Der kam aber früh. Ja, der kam echt früh. Ich frage mich, was jetzt passiert, wenn jetzt einer das Game wird es dann erst so... Stellt euch mal vor, wir sind kurz vorm Ende, einer subscribed und ich bekomme die Nachricht erst nach dem Stream so und bemerkt das so gar nicht. Wie kacke wäre das denn? Das wäre echt elendig, ey. Alter, wie viel Pokes hat der denn? Okay, das wird richtig ekelhaft. Ich sehe das jetzt schon, das wird richtig ekelhaft. Ich hoffe, wir können ihn mit Furienschlag durchhitten. Aber Furienschlag geht immer, Leute. Seht ihr das? Furienschlag geht immer. Ventrix, danke für dein Follow. Danke für die Unterstützung heute, ey. Richtig cool. Schon 2 Subs bekommen, so viele Follows. Das ist echt krass. Vielen Dank dafür. Aerodactyl. Aerodactyl. Gehen wir auf jeden Fall nochmal mit dem Brecher rein. Geez. Kennst du Klimmons? Ja, klar kenne ich. Sonst würde ich ja nicht in eine WG mit den beiden ziehen. Klar kenne ich die Boys. Heute wird auch noch was mit Sinus aufgenommen. Heute, gestern habe ich was mit Klim aufgenommen. Wird heute noch hochgeladen. Sinus. Oh, damn, der Flügelschlag kommt einfach. Übertreibt direkt, der wird jetzt nochmal mit dem Flügelschlag kommen, ne? Auf was gehen wir denn da? Wir sind bei allen eigentlich so gut wie gefehlt, wir müssen auf Misty gehen. Beim Rest würden wir mit dem Ding halt einfach wegbekommen. Ich denke, ich mache mir ein extra Bankkonto für Subs. Ja, so weit wird es noch kommen, ey. Eine extra Bankkonto für Subs wäre echt übertrieben. Wie machen wir das jetzt am besten? Ja, ich glaube, der kann uns nichts zufügen, oder? Das sollte eigentlich... Naja. Dieser Klim und Sinus sind doch von Minecraft. Ja, die machen Minecraft-Videos, ja. So mit Gomme und Revi und den ganzen Leuten, so Projekten halt. Yo, was geht, Leila? Alles fit bei dir? Aerodactyl ist weg. Ist weg. Misty kurz vorm Level Up, auch ganz nice. So, und Level 6 für Brecher. Sichlor. Sichlor. Eigentlich würde ich das safe ja auf White wechseln, aber das Ding ist gerade angeschlagen, ne? Ach, Kogge, wir müssen White irgendwie trainieren. Wir kriegen halt den EP-Teil erst sehr, sehr spät. Wir müssen White echt irgendwo trainieren. Und es ist echt kacke. Ja, wobei, Level 2 sind die alle, ne? Ist ja nothing. Das sind ja 2 Furienschläge oder so. Okay, ein bisschen mehr vielleicht, aber trotzdem. Ja, ich spiele Overwatch. Ich meine nicht. Ich meine an sich Mei und Soldier. Nice, dann hoffe ich, dass das Studium auch weiterhin gut läuft. Nice, nice. Oh, noch einmal. Nee, warte, das war jetzt das erste Rätsel raus, aber das sollte uns nichts anhaben können. Haben wir noch, kennen wir noch von dem einen Rizeros von eben, aber das hat auch ein höheres Level gehabt. Stone Punch, danke für dein Follow. Aqua Piplup, hallo, was geht? Alter, wir haben es auf die Hälfte runtergehauen. Oh, das macht aber auch kein Damage mehr. Also es ist gut, dass die hier alle nur auf Level 2 sind. Das sind wir echt aufgeschmissen. Was ich mit denen so aufnehme, eigentlich nur Mario Kart. Also es geht ja nicht ums Aufnehmen eher. Wir werden noch ein paar Real-Life-Videos da machen. Es geht eher darum, dass man sich halt gut versteht. Wir verstehen uns halt gut und deswegen wollten wir zusammenziehen. Wir wollten halt alle in die Nähe von Köln ziehen, das machen wir dann halt auch. So, darin ging es halt in, also das ist halt der Hauptgrund, warum wir zusammenziehen. Nicht, dass wir halt so viel, also wir werden dann wahrscheinlich auch mehr Videos zusammen machen, aber es ging halt nicht darum, direkt so viel zusammen zu machen. Also bei den beiden schon, weil die machen halt viel Minecraft, aber, ja, also sie werden bei Streams, werden sie wahrscheinlich sehr oft dabei sein. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Dass dann mal ein Kollege hier ist und wir zocken mal zusammen irgendwie Mario Kart oder so. Das wird auf jeden Fall sehr oft passieren, schätze ich mal. Könnt ihr schon mal darauf einstellen, dass die Boys dann wahrscheinlich immer am Start sein werden bei den Streams. Lieblingsgenerations Pokémon aus der Z... aus der zweiten Generation. Ich habe schon Z gelesen. Ich hab gerade so, hä? Z? Nee, aus der zweiten Generation. Kann ich gerade auf Honey nicht sagen. Müsste ich über die Pokédex-Liste gucken. Ich spiele gerade Pokémon Weiß. Guten Tag, Kuga, YouTube. Was geht, Boy? Alles fit, Buddy? Bam, bam. Luciano, was geht, mein Freund? Alles fit in der City hier oben? Ja, ja, alles fit hier. Komm, mal Streams mit Pfaff. Ich weiß nicht, also Pfaff wohnt ungefähr
paar Kilometer von mir entfernt. Also ich sag mal so, ich wohne links unten und er wohnt links oben. Aber ich glaube, du verwechselst mich gerade mit Zero. So, du hast eine Xbox Gold-Mitgliedschaft. Mach das. Ich weiß noch nicht, was so eine Mitgliedschaft bei Xbox Gold-Shit da bringt, aber gönn dir. Demon Lord, danke für dein Follow. Ja, Lebel der Boy, ey. Lebel der Boy. Mit der Kampfkamera. Den Rahmen und den zwei Aufnahmen im Stream. Ich mach das mit OBS, muss man suchen. Open Broadcaster Software heißt das. Oder, nee, Open Broadcaster Software heißt das. Susan EP, was geht? Ich werde wahrscheinlich nicht länger als... Ich weiß nicht, wie lange ich streamen werde, ich weiß noch nicht. Aber nicht so übertrieben lange, bis 18 Uhr wahrscheinlich nicht. Weil ich dann noch halt aufnehmen muss mit den Zinnuts. Muss gemacht werden, ne? Muss gemacht werden, so. Wir gehen in den Pokémon Center rein. Nice. Wir mal gucken, vielleicht werde ich heute noch mal ein paar, Mods reinsetzen hier. Also ein paar Moderatoren einsetzen. Muss ich mal schauen. So. Du magst Lebel nicht, Kuga. Warum magst du Lebel nicht? Lebel ist doch voll der coole Dude. Voll der freshe Boy hier. Ich schau mal White nach vorne, der braucht ein bisschen Erfahrung. So, komm. Was haben wir hier? Wir haben ein... Alles klar, wir haben ein fucking Shadow Latios. Alter, wo kommst du denn her, Bruder? Wo kommst du her, Bruder? Psybe, das hätte uns ausgenommen, ey. Einfach ein fucking Schatten-Latios. Hab ich doch gar nicht erwähnt, es gibt Schatten-Pokémon in Vladiplatin und das ist ein Schatten-Latios. Alter. Das ist krank, das ist krank. Und das heilt sich die ganze Zeit selber auf. Ich weiß nicht, soll ich die Schatten-Pokémon fangen? Und auch nach Zuschauern bin. Und ich glaube, die Schatten-Pokémon werden dann aber auch nur Subscriber gehabt. So spezielle Sachen dann. Das ist kein Shiny. Mann, diese Wunschtraum-Kacke, die fuckt mich gerade dezent ab. Aber jetzt ist zu Ende mit Wunschtraum. Jetzt hat er noch Psy-Welle. Und das Ding ist down. Boah, das hat echt Jahre gedauert. Aber kranker Scheiß auf jeden Fall. Nicht Shiny. Ich wollte schon wieder Shiny sagen. Es ist ein Shadow-Latias. Es ist ein spezieller Pokémon aus Pokémon Vladiplatin halt. Wir begegnen das Ding einfach mal. Ich werde gleich Pokébälle holen, ja. Ich muss erstmal meinen White trainieren und danach werden wir uns irgendwann Pokébälle holen und dann werden wir uns das Poke fangen. Und die werde ich dann wahrscheinlich nach Subscriber benennen. Ich muss ja gucken, wer noch alles was subscribed habe. Ich muss mal gucken, ob ich hier eine Liste noch irgendwo habe. Dann werde ich die Subscriber wahrscheinlich nach diesem Shadow-Pokémon benennen. Oder nur Leute, die halt schon sehr lange dabei sind. Ich glaube, das ist schon was sehr Besonderes, so ein Shadow-Pokémon zu sein. Die werde ich halt. Welche? Ne, die werde ich halt auf die Box halt legen. Ich werde die halt nicht mit ins Team nehmen dürfen. Wegen der Nastock-Regel halt. Aber okay, er hat schon gute Erfahrungspunkte gegeben für White, muss man sagen. Aber an sich gibt das eh schon hier gute Erfahrungspunkte. Ich meine, guck mal, auf welchem Level das Ding ist. Ah, Bummels. Aber das haben wir auch echt... Boah, das hat aber auch keine hohe Wahrscheinlichkeit gehabt, dass es auftaucht, ne? Weil wir hatten immer nur Bummels und anderen Stuff hier. Und safe kein Shadow Latias. Also, das ist echt krass. Ich hab's auch mit den Latios und Latiosen... Auch was Shinies angeht und etc. Hatte ich auch immer mit Minecraft Pixelmon Projekt so oft. Schon sehr krass. Schon sehr krass. So. Den Kader. Es gibt auch schön. Ey, ohne Spaß, ne? Die geben voll viel Erfahrungspunkte hier. Das ist ja richtig geil. Was ist mit Rettern los? Der Rettern ist schön abgedampft, würde ich mal behaupten. So, okay. Also, wir können es auch bis Level 9 trainieren. Ich glaube, die anderen können wir auch so bis Level 9 oder Level 10 trainieren. Ey, das ist ja perfekt, wie easy wir hier trainieren können. Ist ja fast schon zu geil. Es ist echt zu gut, Leute. Voluminas, okay. Das wird viel Erfahrungspunkte geben, glaube ich. Das wird sehr viel Erfahrungspunkte geben. Oh, damn. 141, das reicht doch bestimmt für Level 10, oder? Ja, das reicht einfach für Level 10 auch noch. Ha! Nice, schaut euch das an. Wie krass. Wie krass einfach, okay. Schauen wir mal. Misty... Nee. Brecher könnte noch was. Jetzt wollte ich Lockduft einsetzen. Das ist natürlich gut, dass ich hier Lockduft einsetze.
Mit Zuschauern Overwatch spielen? Ja, auf jeden Fall, wenn ich endlich die bessere Leitung dann habe, wenn ich umgezogen bin. Machen wir das auf jeden Fall mal. Jetzt müssen wir gucken, dass wir Brecher erstmal trainieren. Das wird, glaube ich, dezent schwerer werden. Und wir schlafen einfach. Wir schlafen einfach gegen Bummels ein. Ey, ekelhaft. Ekelhaft. Aber okay. Alle Pokis auf Level 10 trainieren? Nee, ich glaube, das ist too much. Wir wollen doch nicht übertreiben hier mit dem Level 10. Das ist echt, glaube ich, schon zu übertrieben. Ich glaube, ein paar Level reichen erstmal. Oh, ohne Spaß. Ich glaube, ich wechsle immer aus, weil es dauert mir zu lange sonst mit dem alleine. Ich glaube, ich hau Misty direkt mit rein und dann trainiere ich mit Misty direkt weiter hier. Habe ich zwei auf einem Schlag eben kurz trainiert. So. Wird wahrscheinlich genauso lange dauern wie normal auch. Und ah, perfekt. Korrekt ein bisschen besser trainieren mit Misty hier. Gibt's bestimmt ein paar mehr Erfahrungspunkte als der Rest, Latias, ne? Gibt's bestimmt ein paar. Ach komm, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Warum muss der immer Wunschtraum machen, ne? Also, wir haben es jetzt zwar gar gekillt, aber warum muss der sonst immer Wunschtraum machen? So, ich muss mal ganz kurz die ganzen Private-Nachrichten wegmachen, weil die mich gerade vom Chat abhalten. So. Misty Level 8, perfekt, das wollte ich gerade sagen. Soll dann trainieren, immer schön Speed einsetzen, weil sonst wird es echt Jahre dauern. Na, no. Wie gesagt, sonst wird es echt Jahre dauern. Rettern. Oh. Felix, danke für dein Follow. Vielen Dank. Ja, ich ziehe in der WG, um mehr Geld zu bezahlen, um viel mehr Geld zu bezahlen. Um ein besseres Internet eigentlich nur zu haben, genau. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, also so weit wird es noch kommen, wegen einer Internetleitung in eine WG zu ziehen. Es gibt bestimmt solche Leute, die sowas machen würden, aber nee. Nee, ich muss schon cool mit den Leuten sein und mich gut mit denen verstehen. Sonst wird es nicht funktionieren. Und ein Hauptgrund sollte eine Internetleitung für eine WG auf jeden Fall nicht sein, also bitte. Es ist zwar sau wichtig, dass wir eine gute Internetleitung dort haben, aber Leute, wegen der Internetleitung in eine WG zu ziehen, wer macht sowas? Ich bitte euch. Wer macht sowas? So, Loot usen. Immer schön effektiv angreifen, Leute. So, ich bin ja sehr gespannt, was uns oben auf den Routen so begegnet. Und oh, Lunastein, krass. Und was unser Rivale gleich für Pokémon haben wird. Weil der wird ja auch andere Pokes haben. Ja, komm, einmal noch angreifen, dann hat sich das. Warum musst du die ganze Zeit jetzt Herren einsetzen? Ja, egal, es ist eh down. Aber trotzdem, wack. Level 8 für Brecher. So, unser Pferdbrecher. Jo, kein Ding, Asron. Alles cool, Digga. Alles cool. Brecher, geh mal schnell hier raus. Ich will nicht, dass du mir hier noch kapierst oder so. Healen. Wir müssen healen, Leute. Wir müssen healen. Wichtig, Leute. Das ist sehr wichtig. Dich ist sehr wichtig. Oh, ich freue mich schon ab morgen. Können wir nämlich richtig nice Mario Kart 8 streamen. Vielleicht ist meine Freundin dann auch dabei. Müssen wir mal gucken, wie es ausschaut. Alles klar, Bahn. Oder eher Brecher. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Panzer Eron. Googelt einfach nach dem Spiel. Einfach ist es. So einfach ist es. Einfach nach dem Spiel googeln. Dann findet ihr es auch ganz easy. Ist gar nicht so schwer. Geht auch schneller, als wenn ich es euch jetzt raussuchen würde. So, Hornattacke und Panzer Eron ist down. Is down, 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 down. Am 3.5. weiß ich jetzt noch nicht, ob ich da streamen werde. Muss ich mal gucken. So, Bummels. Oh Gott, ey. Immer diese Kack-Pokes hier auf der Route. Ich will was Krasses haben. Ich will wieder das Shadow Latias haben, damit ich hier schön trainieren kann. Weil damit konnte ich echt gut trainieren. Hat zwar abgefuckt mit seinem Wunschtraum gedünst die ganze Zeit. Aber hey, ich konnte wenigstens gut dagegen trainieren. So, und gleich können wir auch schon wieder neue Items kaufen, weil wir haben doch eigentlich auch schon jetzt genug Geld, oder? Wir sollten durch die ganzen Trainerkämpfe auf der Route genug Geld bekommen haben, um gleich neue Items zu kaufen. Und auch noch, das ist ja das Geile, können wir gleich nochmal schön Level in der Trainerschule. Müssen wir auch nochmal kämpfen. So, Misty, go. Hornattacke. Hornattack. So. Den Kader. Oh Gott, ey. Den Kader auch so ein Kack-Poke. Da kriegen wir bei Level 9 auf Brecher und auf Misty auch Level 9 wahrscheinlich. So, aber ich glaube nicht durch ihn, aber
Ja, das dauert noch ein bisschen, bis wir da Level 9 haben. Okay. Da ist unser Level 9 für alle. Da ist unser Level 9 für alle. Wahrscheinlich jetzt Wunschtraum schon mal äußern. Genau, machst du gut. Mach einfach mal Routenschlag hier. Mach ruhig weiter hier. Dann können wir jetzt mit dem Hornattacke angreifen. Mal sehen, wie viel Damage das macht jetzt nach zweimal. Oh, damn, das macht aber echt viel Damage. Das macht viel Damage. Kannst du mir kurz helfen? Was? Ich brauche mal kurz Hilfe bei Leuten, die am Handy schauen. Wenn ich da bei den Zahlungsmöglichkeiten das Handy bezahlen würde, würden mir das Zeit. Das Ding ist halt, wenn du einen Vertrag hast, wenn du einen Handyvertrag hast, der monatlich geht, dann kannst du. Also kriegst du es halt auf die Handyrechnung mit drauf. Dann wird es halt von der Handyrechnung mit abgebucht. Wenn du halt Guthaben drauf hast, dann wird es vom Guthaben abgezogen. So ist es halt. Ich hatte früher bei Aldi Talk, war das, glaube ich, immer Guthaben drauf. Da konnte ich auch sowas machen. Bei Flat. Also, ich glaube, was ist denn das Flatrates? Ich weiß nicht, was genau der Unterschied da jetzt ist. Ich kenne mich da nicht so aus. Aber ich habe auf jeden Fall. Doch, ich habe eine Flat. Und dann wird mir das vom Bankkonto am Ende des Monats dann abgezogen, wenn ich dann halt meine Dings bezahlen muss. So läuft es mit den Handybezahlungen ab. Ja. Entweder es wird ja halt beim Handy Guthaben abgezogen, wenn du Guthaben hast. Und wenn du kein Guthaben hast, wird es dann. Mit dem nächsten Dings abgezogen. Ja. So sollte es sein. Okay, wir haben jetzt hier gleich zwei Trainer, gegen die wir kämpfen können. Gegen unseren Rivalen können wir noch nicht kämpfen. Kriegen wir den Pokémon noch. Focus Band. Die sind auch gerandomized übrigens, die Items hier. So. Und Zero, was geht? Alles fit bei dir? Yo, alles fit bei mir, Bro. Alles cool, yo. So. Ich bekomme es vielleicht von Guthaben. Einfach so. Wenn du das möchtest, dass es von Guthaben abgezogen wird, dann hoffe ich mal, dass es davon abgezogen wird. Wenn nicht, dann wäre es echt komisch. Also wenn du Guthaben hast, dann wird es da abgezogen. So kann ich es ja schon mal sagen. Dann müsste es eigentlich zu 100% abgezogen werden, weil sonst würde es keinen Sinn machen mit der Handyzahlung. Müsste dabei eigentlich doch genauer stehen. Muss mal gucken, ob es da irgendwo steht. Wir kämpfen auf jeden Fall jetzt erstmal gegen den Boy. Hier, wir haben unser Dings noch vorne, unser Blubberpoke, ne? Aber Plinfa kommt rein, okay? Auf Level 5. Brecher ist vorne. Vielleicht können wir Druckzuck ihm ein bisschen Damage machen. Mal sehen. Mal probieren wir es einfach mal. Ruckzucka Hyperu. Oh ja, das macht Damage. Das macht Damage perfekt. Können wir es lassen. Mr. Hühnchen und Lars, danke für eure Follows. So, Carpador kommt das hier. Warum Carpador? Warum hast du ein Carpador? Es bringt dir sowas von nichts. Kack Randomizer, ey. Wo kommen die starken Pokes? Wo bleiben sie? Und das war's schon mit Rich Boy Christine. Genau. Rich Boy Christine. Man merkt's. Ja, also wenn du Guthaben drauf hast, dann wird's wie gesagt abgezogen, schätze ich mal, wenn da jetzt nichts steht. Also ich weiß auf jeden Fall, es müsste eigentlich bei Twitch oder wo auch immer du gerade was machen willst, es müsste eigentlich immer das gleiche Tool sein mit den Handyabrechnungen. Weil dann wird bei normalen Guthaben auf dem Handy das abgezogen und wenn du kein Guthaben drauf hast, dann wird es halt über das Mögliche, ja. Genau so ist es. Genau so müsste es sein. Ich kann jetzt nicht zu 100% versprechen, aber ich glaube es zumindest, es sollte so sein, ja. So, Ladybug, geh mal erstmal hier wegracken. Oh, ist jetzt Tackle Iron. Ein KP ziehst du uns ab. Das ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall richtig krass. Shit. Das ist richtig krass. Fast auf Level 10 der Brecher. Und Bisa Knoss kommt als nächstes. Okay, komm, dann lassen wir doch mal unseren guten White kämpfen, oder? Naja, wir lassen Bibor kämpfen, finde ich. Finde ich doch besser. Alles klar, Till. Bis demnächst. Hab noch einen schönen Tag. Ach Gott, ey. Bisa Knoss. Furienschlag, go! Okay, ich hoffe. So, zweimal treffen wir es auf. Ich bin froh, dass das Ding jetzt noch kein Schlafpuder und sowas halt drauf hat. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich hatte es noch nicht drauf. Ja, dann viel Spaß beim Lernen. Wobei man es wahrscheinlich nicht Spaß nennen kann. Aber viel Glück dann, wenn du irgendeine Arbeit schreibst oder so, wofür du bleiben musst. Dann wünsche ich dir viel Glück dann bei der Arbeit. Ach, lass uns das Ding doch jetzt eigentlich racken, Manu. Mach jetzt hier nicht so viel Faxen und kill das Ding endlich. Ach komm, es geht daneben einfach. Oh, als ob. Jetzt kill das. Oh nein, das hat's einfach geheilt. Ist das dein Ernst? Geh doch einfach sterben, du Kackvieh. Dankeschön. Mehr wollte ich nicht. 200 FFV. Oh mein Gott. Reicht zum Level Up, oder?
Easy. Easy. Nice. Alles klar, Uli. Olli, hurry, hurry. Wünsche noch einen schönen Tag. Einen wunderschönen Tag. Wohnung rein. Ah. Die Wohnung reinigen, das ist natürlich etwas, was man machen sollte. Muss ich dann auch alles machen. Und Zimmer aufräumen fällt mir immer so schwer. Wobei ich es gerade echt ziemlich aufgeräumt. Das habe ich ja schon ein bisschen umsortiert und so weiter. Und schon mal geguckt, was ich dann wie machen werde. Und was ich mitnehmen werde. Pokes sind geheilt. Okay. Wo ich mir jetzt noch Bälle, ja, ne? Oh Gott, jetzt kommt der Pocket Sheep. Da gibt's aber den richtig geilen Pocket Sheep mal neben, Freunde. Einfach nur die ganze Zeit A-Spam gleich. Hier ist ein Clown. A-Spam bis zum geht nicht mehr. Hey, Antwort war richtig cool. Coupon Nummer 1. Coupon Nummer 2 gibt es hier, genau. Hier müsste Coupon Nummer 2 sein, da hinten müsste 3 sein. Es ist voll komisch gemacht, ich weiß. Ich habe auch keinen Plan, warum man das so eingestellt hat. Ja genau, hier gibt es Coupon Nummer 2. Warum man da vorne jetzt nicht Coupon Nummer 2 hingemacht hat, wo der Clown hier ist, keine Ahnung. Aber okay, hier gibt es Coupon Nummer 3. Somit haben wir alle Coupons hier und können direkt wieder zu dem Typen hier hingehen, der uns dann das Pocket gibt. Das Tool mit der Uhr und so weiter und so fort. Yay, jetzt habe ich hier vorne auch eine Uhr rumstehen, geil. Geil, geil, geil. So, jetzt kriegen wir mal hier noch einen Pokéball. Also hoffe ich zumindest mal. Ey, wir haben sau wenig Geld. Ja, wir holen uns über Tränke, würde ich sagen. Kuga! Danke für deine Subscription. Vielen Dank auf jeden Fall. Danke, danke, danke. Mach mal einen coolen Sub-Hype. Leute, macht mal einen coolen Sub-Hype. Einfach mal alle Sub-Hype in den Chat reinschreiben für den guten Kuga. Alle mal spammen für ihn. Alle mal irgendwelche Emotes spammen. Ihr dürft jetzt alle mal richtig schön abspammen, wenn ihr wollt. Macht das mal. Wäre cool, wenn ihr das bei jedem Sub machen würdet. Leute, dann einen schönen Sub-Hype gebt. Und das ein bisschen rumspammt. Ein bisschen eskaliert. Hashtag zu wenig Geld. Life. Life is hard. Alle mal eskalieren für den Boy. Okay. Ich überlege gerade noch. Kannst du mal Bootlegs spielen? Ich habe schon mal ein paar Bootlegs gezockt. Werde ich vielleicht auch nochmal machen, ja. Ach, du bist ein... Sorry! Sorry, Kuga! Sorry. Ich glaube, ich habe dich schon mal verwechselt. Kuga ist ein männlicher Name, sorry! Ich weiß, du musst da irgendwie... Ah, was männlich ist. Ich weiß nicht warum, aber... Sorry, ich werde es mir jetzt merken. Kuga ist eine Sie. Ach, du Kacke, ich bin so ein Idiot. Sorry. Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall gegen... Wir haben schon mal gekämpft, okay? Das muss aber schon was länger her sein, weil ich habe sehr lange nicht mehr gekämpft. Wir müssen jetzt gegen Zero auf jeden Fall kämpfen. Ja, Leute, macht immer mal einen coolen Hype für Leute, die subscriben. Wäre ziemlich geil. Wäre jetzt ziemlich nett und cool von euch. Okay. Wir suchen einfach mal Ruckzuckieb hier. Alles klar, Misty. Welcome back. Ich glaube, wir switchen mal besser. Auf irgendwas steigt. Ich glaube, Misty ist da, glaube ich, ganz gut. Gerade wo du wieder ankommst hier, wir switchen mal eben auf dich wieder rüber. Mit der Hornattacke geht das alles klar. So, und Minum. Ach komm. Das war Oras. Multikampf. Okay, wahrscheinlich mit Blissey noch oder so. Wir haben ja sau oft früher gestreamt. Maskiring auf Level 10. Nice. Von wo ich Yuri on Ice kenne, hat mir ein Kollege gezeigt. Ich danke ihm nicht dafür. Ein Knackrack. Wenn ich es schaffe... werde ich auf jeden Fall einen Mario Kart 8 Deluxe Stream machen, ja. Ein Knackrack. Drachenwut, was? Wir sind aufgeschmissen, Leute. Wir sind aufgeschmissen. Ey, wir sind aufgeschmissen. Wir sind aufgeschmissen.
Was sollen wir gegen Drachenwurm machen? Nee. Nee, oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Fuck it! Fuck it! Du haust alles von uns weg! Nein! Das ist doch unglaublich! Nein! Okay, wir werden... Oh Gott, ey. Wir werden neu randomizen. Oh nein! Das ist so kacke! Ey, das gibt es nicht! Das gibt es nicht! Drachenwut bei Knackrack! Ne Step Drachenwut, ich glaub's nicht! Ich kann's nicht fassen! Ey, ich kann's gerade nicht fassen! Okay, das ist jetzt echt. Das ist jetzt echt, Alter. Wie kann man so viel Unglück haben, Leute? Oh nein. Okay, ich werde schon mal die anderen Randomizer vorbereiten. Wir werden auf jeden Fall sofort weitermachen, Leute. Alter, ey. Dauert nur wenige Sekunden. Ey, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Alles normal. Random completely. Ey, das ist jetzt echt richtig kacke, Leute. Das ist jetzt echt mega kacke. So. Papapa. Random stuff. Random. Random set items. So. Field items sind gerandomized. Wir sind gleich wieder am Start. Wir sind sofort wieder am Start, Jungs. Oh, Mann, ey. So, ich kenne deinen Channel schon, wo du 4000 Abos hattest. Wie lange kennt ihr es schon? Würde mich auch interessieren, wie lange kennt ihr meinen Channel schon seit? Wie viele Abos? Wäre cool, wenn ihr mal reinschreiben würdet. Alter, das ist echt mega kacke jetzt gerade gewesen. So, nächste Randomizer ist schon fertig. Ey, das ist echt. Rest in peace, ey. Rest in peace. Also, das ist echt gerade kacke gelaufen, muss ich sagen. Oh Mann, ey. Ey, unglaublich. Ohne Spaß. Das ist unglaublich. Ah, ich brauche keine Hilfe. Ah, doch, ich muss ja drücken, ne? Ey, es. Ey, Leute, das ist unglaublich, ey. Alter! Oh, das ist so unglaublich, ey! Ich kann's nicht fassen! Alter, dieses Kackdrachen. Weißt du. Ey, ohne Spaß, dieses Kackdrachen-Pokémon. Letztes Jahr Januar, das ist auch schon was her, ne? Ich auch, glaube ich, gerade mal 1000 Abos oder so. Ey, das Ding ist aber einfach. Alter. Das ist so kacke gerade. Ein Pokémon hat uns so krass ausgenommen, den wir so gut trainiert haben, ey. Oh Mann, ey. Ey, das ist echt uncool gerade. Das ist sau uncool. Gut, jetzt müssen wir hier Speedrun-mäßig vorankommen. Ich habe jetzt keinen Bock wieder so lange hier überall rumzuessen. Wir machen einfach mit Speed jetzt durch. Oh Mann, ey. Das gibt's echt nicht. Das ist unglaublich. Hallo Toby Nation, was geht? Ey, das ist. Nein, das ist doch nicht normal, Leute. Ihr könnt mir doch nicht sagen, dass das normal ist. Wir haben übrigens auch schon fast 6000 Follower, muss ich gerade sehen. Also wäre cool, wenn ihr gerade noch kein Follower seid und Bock auf weitere Streams habt, followt. Wir haben jetzt gerade 5800 irgendwas. Echt krass. Ja, schau mal nach, ob dein Guthaben jetzt abgezogen wurde, Kuga. Würde mich mal krass interessieren, ob das jetzt so ist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ey, es ist so unglaublich, ey. Ich kapiere es einfach nicht. Warum musste das jetzt kommen, ey? Mach ich ihn Zero, ne? Ich nehme mich hier ja auch Salona.
Habe ich überhaupt Solona? Habe ich mich jetzt Solo oder Solona genannt? Ich weiß es gerade gar nicht. Dieser Mojack, danke für eure Follows. Ach Gott, ey. Sorry, dass ich gerade so ruhig bin, aber ich bin gerade ein bisschen abgefuckt wegen diesen einfachen. Wegen diesem Sweep einfach. Ach Gott, vielleicht kriegen wir einen cooleren Starter jetzt. Noch cooleren als vorher. Ihr dürft natürlich wieder auswählen. Und mal gucken, wer jetzt der Starter wird. Mal sehen, wer jetzt der Starter wird, Leute. Ey, das ist echt. Nee, Leute, ich pack's gerade echt nicht. Starter ein Bidiza. Ich hab mich Solo genannt, nicht Solona. Nein! Fuck, ich hab's einfach aus der Gewohnheit Solo angegeben. Nein, als ob. Jock, danke für dein Follow. Alter, es ist so unglaublich. Okay, was haben wir hier für Pokes? Wir haben ja einmal ein Voltilam. Ein Chelterra? Und ein Smogwok. Was nehmen wir? Leute, Chelterra-Hype! Chelterra-Hype! Also wenn wir jetzt nicht... Guck mal, danke für den Sub jetzt nochmal. Jetzt habe ich gleich den Sub reinbekommen. Nochmal, danke an dich für den Sub. Okay, also bitte. Chelterra, Leute, Chelterra! Nein, nicht Smogwok, bitte Chelterra! Nee, wollte ich dann Smogwok. Leute, Shelty! Shelty! Team Chelterra, Leute! Das Chelterra muss geused werden, ja? Sonst bin ich enttäuscht, Leute. Shelty, Chelterra, Chelterra. Chelterra, Leute! Haut Chelterra rein! Und ich glaube, es ist klar, dass wir Chelterra nehmen, ja. Die meisten haben für Chelterra gerade abgestimmt. Guti, guti, gut, gut. Ist auch gut so. Alter, dann wäre echt nicht so nice gewesen. Mal sehen, was er jetzt für ein Pokémon hat. Ey, das ist so krank. Das ist so krank. God damn, ey. Das ist so krank, Leute. Okay. Jetzt Battle gegen ihn. Oh, damn. Yo, Pep, was geht? Okay, Zero, aka Fischer Crystal. Was hast du für ein Poke? Ich geh mich vergraben, ja? Was ist das? Warum hat er ein verdammtes Schattenball hier? Warum? Warum hat Dario ein Schattenball hier? Ich pack's nicht. Er hat ein Schattenball hier, seht ihr das? Seht ihr das? Alter! Was ist das für ein Battle? Ich hab hier meinen Chelterra und er ist ein Schattenpike. Ja, beide auf Level 5. Was? Ey, darauf erstmal ein Stück hier. Ey, ich komm grad nicht drauf klar. Tetris? Mal schauen. Ey, ohne Spaß, was ist das? Ja, mal sehen, wer Chelterra wird, Leute. Mal sehen, wer Chelterra wird. Ich bin gespannt, was das Teil so drauf hat. Jetzt dürfen wir noch verkacken. Wir haben noch nicht die Pokébälle erhalten. Und wir haben. Alter, was sehen wir sogar schon drauf? Ist normal effektiv, da das Ding ja auch Wasser. Wasserdrache ist, oder? Oder ist das sehr effektiv? Weiß ich, ist das auf Drachen. Normal effektiv? Ah, doch, es ist normal effektiv. Feuerodem! Wahrscheinlich Feuerodem! Nein, da ist die Drachenmacht wieder. Seht ihr das? Das ist die Kack-Drachenmacht! Ich hasse euch, Drachenpokes! Ich hasse euch! Es ist unglaublich. Es ist immer wieder das gleiche mit euch Drachen-Pokémon. Immer. Du kannst mir nicht sagen, dass das normal ist. Sie zerstören einen einfach alles. Oh. Alter. Ey, das ist unglaublich. Ich pack's grad nicht. Ich pack's grad nicht. Alter, es ist unglaublich.
Alter, ich pack's gerade nicht. Also, wie gesagt, die Nuzlocke fängt erst an, wenn wir die Pokebälle haben. Aber trotzdem ist das mega der Abfall. Wir hätten so viele Erfahrungspunkte bekommen können im ersten Battle. Ey, es geht doch einfach nicht, ey. Ich pack's nicht, das ist einfach unglaublich. Yo, Clue, was geht, Bro? Alles wird bei dir? Ich hoffe, ihr seid alle morgen, Pat, Clue, ich hoffe, ihr seid alle morgen dabei. Ich werde wahrscheinlich mal gerade 8 Deluxe streamen. Und ich hoffe, ihr seid alle dabei und zockt eine Runde mit. Jungs. Ich hab's doch schon hier rumliegen. Ich hab's schon seit knapp einer halben Woche oder Woche. Und ich hab einen Stream machen dürfen. No. Mehr darf ich leider nicht zeigen. Ich würde halt, ich hätte einfach den ganzen Tag irgendwie immer gestreamt. Die ganze Zeit durchgestreamt, aber ich durfte halt nicht mehr. Wäre auch zu gut gewesen. Janosch und Georg, danke für eure Follows. Alter, ey, das ist unglaublich. Puh. Echt, ey. Es ist echt nicht normal. Da bin ich dabei, Fanden. Müssen wir noch gucken, wann ich das mache. Dein Tetris für die Switch. Warum Tetris für die Switch, Mann? Ja, MK8, die kommt morgen, ich weiß. Geil, ne? Geil. Ich bin gerade schon alle Cups auf 3 Sterne machen, ey. Ich bin jetzt mit 50 CCM fertig mit 100 CCM. Ich habe bei 150 noch. Ich habe die 200 schon auf Gold durch. Also alle ersten. Ich muss halt nur die 3 Sterne machen. Was, Klo, du hast keine Switch? Damn. Obwohl, wir gehen erstmal ins hohe Gras da unten und gucken mal. Wir haben ja noch Zeit, wir dürfen ja jetzt noch sterben, weil das Ding ist ja jetzt, haben wir noch keine Pokéball, deswegen gehen wir einfach mal hier ein bisschen gucken, ein bisschen trainieren vielleicht noch. Aber hier, ey, warum finde ich hier so schwer Pokémon? Weil eben genauso schwer. Bronzong. Bronzong. Auf Twitch, Marker 8, also höchstwahrscheinlich auf Twitch. Ey, das ist irgendwie, das können wir doch nicht killen, oder? Das kriegen wir vielleicht doch gekillt. Wenn das Ding uns nicht ausnimmt mit der Konfusion. Bye, bye. Also eigentlich sollte der Stream nicht laggen, Leon. Einfach mal neu starten, den Stream und dann... Also die Seite vom Stream und dann schau mal. Warum hast du nicht Shadow Latias gefangen? Er hätte uns ja eh nicht weitergebracht. Ich hätte es ja eh nicht verwenden dürfen, so in dem Sinne. Werde ich aber machen bei den nächsten Shadow Pokémon, den wir begegnen. Und dann kann gerne ein Subscriber so ein Shadow Poke werden. Oder ein Boy, der was gespendet hat oder so. Irgendein besonderer halt, der krass supportet hat, darf dann so ein Poke werden. Mario Kart 8 Deluxe, weil vielleicht wollen die es gar nicht einstellen, wollen es unter Mario Kart 8 laufen lassen. Kann ja sein. Weil mir Rapper. Genau. Ja, das ist halt von Dollar auf Euro. Warum setze ich gerade Tackle auf? Wir können eh nichts dagegen machen. Egal. Ich wollte schon sagen, Geist-Pokémon, ja. Deswegen konnten wir mit der Tackle gerade nicht angreifen, aber es wird eh nicht abziehen, was eh Flug ist. Das ist halt echt kacke auf den Ruhm. Wir haben echt so viele Pokes, die uns ausnehmen können. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Na gut. Mal sehen, wer hier unser guter Starter wird. Mal schauen. Ich hab den Chat auf jeden Fall im Blick, Leute. Und ich hoffe, dass wir diesmal ein bisschen länger überleben werden mit einem Pokes. Akuru, danke für dein Follow. Willkommen in der Solo Unity. Ich hatte das bei umbenannt von Solo Army auf Solo Unity. Hört sich irgendwie ein bisschen fresher an. Meiner Meinung nach. So, mal schauen, wer jetzt mein Starter wird. Gibt es Shiny-Schatten-Pokémon? Boah, das weiß ich nicht. Das wäre krass. Ein Shiny-Schatten-Pokémon. Das wäre krass. Wenn es Shiny-Schatten-Pokémon geben würde. Also. Das wäre echt krass. Wie Leute alle das schöne Shelterra hier werden wollen. Ja, Leute, ich sehe es doch. Ihr greedigen Leute. Ich guck mal, haben wir den wieder bei, der mir so gerade ins Auge springt, den ich schon was länger hier im Blick habe. So.
Das hat's doch nicht ver... Och, Clu. Willst du unbedingt mein Starter sein? Ich weiß nicht. So. Muss mir die ganzen Chat-Nachrichten hier wieder eben schließen. So. Ach, Cluedo Boy. Ah, fuck. Mein Controller ist gerade rausgefunden. Ja, komm, Clu, weil ich nett bin, geben wir das Pokémon. Den Namen Clusuke. Oder Clu. Ah, ich müsste auch wieder auf den. Ja, DS-Screen kommen. So. Wollen wir es denn? Clu. Soll ich Clu oder nur Clu? Ich nenne es einfach nur Clu. Blues Clues, schau dich schlau. Ne, schau dich blau. Blau dich schlau? Ich weiß nicht, wie das hieß. Okay. Pokémon hat jetzt nun einen Namen. Oh Gott, ey. Es ist immer noch frustrierend, dass es eben gerackt hat hier, das ganze, unser ganzes Team, das Dings. Was war's nochmal? Ich hab den Namen vergessen gerade. Ich Idiot. Ihr wisst, was ich meine. Das Kackdrachenpoke. Mehr muss ich nicht sagen. Schätze ich mal. Ihr wisst schon Bescheid. So, wie lange ich noch streame, muss ich gucken. Vielleicht streame ich doch bis 17 Uhr. Ich weiß es nicht. Vielleicht höre ich doch gleich schon auf. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Ich bin gespannt, was uns auf den nächsten Routen dann noch so begegnet, was wir fangen können. Wir könnten jetzt schon Pokébälle mitnehmen, aber... Nee, machen wir noch nicht. Machen wir noch nicht, weil dann würde ja schon die Nassok beginnen. Deswegen, wir chillen jetzt noch gemütlich nach Hause ohne unsere Pokébälle. Und ja, so ein Stuff halt. Wir müssen erstmal unserer Mom jetzt Bescheid sagen. Obwohl wir dann direkt schon alle Pokes auf der linken Seite mitholen könnten. Wenn wir jetzt Pokébälle hätten. Aber besser noch ein bisschen trainieren vorher, bevor wir jetzt... wir haben ja jetzt keine Erfahrungspunkte durch unseren ersten Kampf bekommen. War ja das Problem. Oh, das ist Zeppeli. Ist das dein Ernst? Wir versuchen es einfach mal. Wobei es nichts bringen wird. Ich sehe schon. Das wird nichts bringen. Umklammerung. Alter, warum setzt du immer Umklammerung? Na, okay, es hat doch was gebracht. Ey, wir sind schon auf Level 6. Level 7, als ob. Jo, gönn dir direkt mal. Super Poki 195. Was geht? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Ah, scheiß auf Mutti. Ne, wir trainieren erstmal, Leute. Wir trainieren erstmal ein bisschen, damit wir hier gleich nicht zu Tode gebumpst werden. Du kannst mir Fanarts gerne auf Twitter schicken. Aber werde ich das dann auch weiter teilen. So, damit meine Community das aussieht. Klingplim. Auch nices Poke, was direkt mal sterben gehen kann. So, easy. Donphan wieder. Alter, ey. Auf der Route sind nicht so geile Pokémon, muss ich sagen. Das ist schade. Das ist sehr schade. Das Problem ist halt einfach, wir können so viel gar nicht mehr zocken, weil ich meine Wii U jetzt abgebaut habe. Und ich werde die auch wahrscheinlich so schnell nicht mehr aufbauen. Weil ich jetzt mit der Wii U abgeschossen habe. Zu viel graue Erinnerung, würde ich mal sagen. Naja, aber die Wii U war echt nicht so geil. Deswegen, ja. Die werde ich so schnell nicht mehr aufbauen. Ich habe jetzt mal Mario Kart, das reicht mir erstmal. So. Wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal auf Kurs Richtung Mutti. Wie gesagt, mit der müssen wir halt noch reden. Kommt eigentlich die Mom von Zero sogar noch in unser Haus rein und labert noch was von wegen, dass er einfach so gegangen ist. War das nicht sogar noch so? Und gibt uns so die Karten und so ein Stuff. Ja, ich glaube, so war das doch jetzt, oder? Tagebuch. Eine Reise, bla bla. Ah, da ist die Mutti von... Ich wusste es doch, da ist die Mutti von Zero. Ey, es wäre cool, wenn wir als ersten Encounter mal einen Shadow-Pokémon bekommen würden. Es wäre halt echt krass, wenn wir als ersten Encounter mal einen Shadow-Pokémon bekommen würden. Aber ich kann das irgendwie nicht vorstellen, dass wir so viel Glück hat. Ich meine, wir haben jetzt zwar schon zwei Shadow-Pokémon innerhalb von ein, zwei Stunden gefunden, ich weiß, aber es ist schon krass.
Aber naja. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Okay, fast Level 11. Internet. Oh shit, das ist nicht gut, wenn dein Internet in den Arsch ist. Ey, ich hab's gerade noch gesagt. Was ist denn das? Was ist das? Ein fucking Drachending. Oh! Ich hab Angst vor euch, die Drachenpokes. Ja, ich hab Angst vor euch. Ey, wenn wir das gleich als ersten Encounter hier bekommen würden. Ey, das wäre so geil. Das wäre so geil. Aber ich würde mir jetzt, wenn wir es nicht als erstes Encounter finden würden, würde ich trotzdem fragen und es dann halt noch einen Subscriber benennen. Alter. Mal sehen, wie viel Damage er machen kann mit seinen Attacken. Ob er überhaupt was hat, was uns. Ah, Ventose. Heißt, wir könnten ganz langsam das Ding runterhauen, okay. Pokebälle haben wir ja noch nicht, ne? Oder haben wir Pokebälle? Ja gut, sonst hilft das ja eh nicht. Gut, Level 4, ja, das ist okay. Das hat noch keine Drachenattacken, gut. Wir gucken mal. Vielleicht kriegen wir es als ersten Encounter, das wäre ziemlich nice. Wir gehen auf jeden Fall erstmal hoch zu Lucian. Und wie gesagt, wenn wir es als ersten Encounter haben, ich werde es trotzdem fangen. Ja, ich werde es auf jeden Fall trotzdem noch irgendwie fangen. Wenn es erst später ist, mir egal. So, also wenn, ich glaube, wenn der nächste subscribed hat, werde ich es dann versuchen zu fangen dann. Bis dann habe ich dann wahrscheinlich noch genug Zeit, ein paar Pokebälle noch zu sammeln und etc. Weil wir werden jetzt wahrscheinlich eh erstmal viele brauchen. Viele Pokebälle. Und ein Pizza, nice. Ja. Cool. Normale Pokes benenne ich auch halt Leuten, die nicht Subs sind, aber so die Shadow Pokes werde ich dann nach Subs benennen. So eine Liste halt zusammenstellen. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Pokebälle erhalten. Das heißt, wir können uns auch weitere eben kurz noch zukaufen, natürlich. Ich wollte eh nochmal 10 dazu holen. Cheeseburger und Enigma, danke für eure Follows. So, ich wollte genau hier unten rein. Pizza. Ja, schon wieder das krasse Pizza, was so krass gerandomized ist, ne? Was für Pokémon habe ich mit dem Shellterra? Falls du eben weg warst, also ich habe einmal halt verkackt. Deswegen musste ich neu anfangen. Ja, so war das. So war das, leider. Gut, habe ich aufgeheilt? Habe ich eigentlich aufgeheilt? Ja. Bitte, tu mir einmal was Gutes im Leben und gib mir ein Shiny Rai, nicht Shiny, ein Shadow Rayquaza. Bitte. Bitte leben. Gib mir ein Shadow Rayquaza. Ein Shadow Manaphy! Was? Was passiert hier gerade? Was ist mit diesem Hack los? Was ist mit der Randomizer los? Wir haben einfach ein Shiny Manaphy. Oh mein Gott. Ich habe jetzt auch kein neuer Subscriber, wird es einer von den jetzigen Subscribern sein. Muss ich noch gucken, wie ich davon nehme. Alter. Krass, also wenn jetzt auch kein neuer Subscriber, wird es einer von den jetzigen Subscribern sein. Wie machen wir es jetzt am besten? Tackle? Ist okay. Oh Gott, Nassmacher. Es ist einfach ein Shadow Manaphy. Nein! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er hat es weggecrittet! Ey, es ist einfach verfickter Ernst-Klo! Es ist einfach verfickter Ernst! Er hat es einfach weggecrittet. Ich hatte gerade ein Shadow-Pokémon hier als ersten Encounter auf der Route, nachdem ich die Pokémon erhalten. Und er crittet es weg! Er crittet es weg! Ich komm nicht hoch! Was passiert hier nur? Du Untermensch! Warum machst du das mit meinem Leben? Och Gott, ey. Och. Es ist unglaublich, Leute.
Es ist unglaublich. Wollte ich, dann wäre das nie passiert. Ja, wir werden uns die beiden Pokes da eh nachholen. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich werde die beiden Pokes eh noch nachholen. Das ist kein Ding. Ich werde sie beide eh nach Subscriber benennen, ja. Aber dann hält erst, wenn neuer subscribed habt. Oh Gott, ey. Ey, ich pack's nicht! Ey, uns ist gerade einfach ein fucking Shadow Manaphy begegnet! Wir haben es weggecrittet. Wir haben es weggecrittet! Hättest du den Crit nicht gar nicht oder wenigstens dann vorher machen können? Diese Werbung unterstützt so läufig. Ach Gott, ey. Ey, es ist unglaublich, Leute. Es ist unglaublich, ich verstehe es nicht. Wir haben eh noch Full HP. Wir können jetzt auf die andere Route rüber. Ich pack's gerade einfach nicht. Ich pack's gerade nicht. Ich hab das Manaphy in Death Note geschrieben, wahrscheinlich, ey. Ey, erst eben diese Drachenwut-Scheiße und jetzt die Shadow-Poke-Kacke. Ah, ein Porygon-Set, das ist auch ganz okay. Ein Porygon-Set ist auch ganz okay, ne? Alter, ey. Ich komm nicht drauf klar. Wie viel Matrasil da bei dir? Du wirst nicht viel Damage bekommen, oder? Perfekt, es ist perfekt. So, das Ding können wir aber diesmal fangen. Crit incoming. Ey, wäre jetzt nochmal ein Crit gekommen, Zockin. Ich wäre ausgeflippt. Falls du es gerade eben mitbekommen hast, ey, das war echt uncool. Bleib drin, bitte. Monday, danke für dein Follow. Ey, das pisst mich gerade so an. Hey, Tammy, was geht? Bleib drin, du verdammtes Kackvieh! Willst du mich jetzt des Todes abfangen? Ohne Spaß. Ey, jetzt gerade ist echt uncool, ey. Ach komm, ey, das gibt's doch nicht. Wir haben dich auf den roten Punkt gebracht, Bruder. Wie kannst du jetzt noch so viel aushalten? Dankeschön. Dankeschön. Danke! Danke dafür. Oh mein Gott, ey. Endlich. Porygon Set wurde gefangen. So, wer möchte gerne Porygon Set sein? Wer möchte gerne Porygon Set sein? Oh, mein Leben. Ich komme nicht drauf klar. Ey, das ist einfach unglaublich, ey. Ich glaube, das wird sogar auf YouTube kommen, wenn das so weitergeht. So ein paar Sachen werden auf jeden Fall auf YouTube kommen, schätze ich mal. Ja, zum Mod muss ich auch erst hochschlafen, Clue. Es dauert noch ein bisschen. Ist denn das eigentlich? Männlich oder weiblich? Ach, ich weiß auch männlich oder weiblich. Das ist ein Porygon-Set, das hat kein Geschlecht, ich Idiot. Ach, Mann. Komm, ich nenn's Lucky. Lucky 2K, Lucky. Ich nenn's Lucky, weil ich hoffe, dass das Poke mir Glück bringen wird, ja? Ich hoffe es.
Wenn es nicht Glück bringen wird, ja, dann flipp ich aus. Oh nein, dann flipp ich nicht aus, dann würde ich mich mega verarscht fühlen, ey. Saftiger Lukas, danke für dein Follow. Zwei KP, damn. Umwandlung 2, Tackle. Oh, Krusuke war es gerade hochzuschaffen mit dem Host. Ah, nee, da reicht kein Host, mein lieber Freund. Da reicht kein... So kannst du mich nicht bestechen, ja. Erstmal heilen alles, ey. Boah, ich bin gerade echt mega depri, was das angeht. Es war echt... Puh. Da brauche ich erst wieder ein paar Glücksgefühle hier, ein paar gute Momente in dem Game. Und Lukas, danke für deinen Host. Alter. Alles klar, Gefe, hau rein. Und nochmal vielen Dank für den Sub. Warum rede ich eigentlich gerade die ganze Zeit mit dem Computer schon, ne? Hallo El Drago. Ich wollte gerade sagen, genau. Warum rede ich die ganze Zeit mit dem Fernseher? Das wollte ich sagen. Ja, ich bin einmal verreckt in einer Stock, ja. Don Fan, ey. Geh bitte weg, Don Fan, ja. Geh bitte weg. Ha, es ist unglaublich, Leute, es ist unglaublich. Aber voll die Trainierecke für Crew an sich, ne? Kann ja echt gut trainieren. Wir dürfen aber oben noch was fangen. Ist das coole. Lucky Luke. Wäre auch eine Option gewesen, ja. Aber wir dürfen jetzt oben noch was fangen. Bitte. Ich mach die Augen zu. Ich gerade an einem Zaun. Kein Plan. Torgekiss, okay. Echt keinen Plan gehabt, was das sein soll. Der Gambler, danke für deinen Host. Wie ziehen wir den Teil denn ab mit Cool? Oh nee, Aurasphäre, ist dein Ernst? Was willst du damit denn, ey? Kackpoke. 5 Pokebälle. Oh Gott, ey. Luftschnitt, okay. Oh, Alter, das Ding wird sich eh nicht fangen lassen. Ich sehe es jetzt schon kommen. Mit dem Porygon werden wir es eh nicht schwächen können. Das Ding wird direkt weggerackt. Ich sehe es schon kommen. Wie viel zieht Rasierblatt ab? Wahrscheinlich reicht das... Oh, es reicht einfach für Kill. Da tröstet mich nicht mal das Level Up auf Level 13. Da bringt der Step einfach mehr als diese Resistenz hier. Leck mir doch die Füße. Ich komme gerade echt nicht drauf klar. Das ist echt gammelig, ey. Echt mega gammelig. Ah, jetzt habe ich gerade irgendwie voll... Ah, mein Rücken tat gerade voll weh. Ah, ich bin ja so ein alter Mensch. Da muss man sich schon über Rückenschmerzen beschweren. Ding ist einfach, an sich, war die erste Nacht auch echt voll okay, voll easy so. Ich hab's voll gefeiert. Was kommt jetzt? Bullshit! Genau! Bullshit kommt jetzt. Warum musste das Teil mich so rippen? Warum musste es mich so rippen? Gut.
Mal sehen, vielleicht werde ich auch morgen nochmal vorher was Platin streamen. Muss mal gucken. Wenn ihr Bock drauf habt, dann auf jeden Fall mal. Leute, zeigt mir, dass ihr Bock drauf habt. Paracetamol, Facelift, Space Shift, Panamera Flow, Tackle. Reicht natürlich, easy reicht das. Wampel, ja, Tackle, ne? Reicht natürlich, easy reicht das. Schillast, reicht natürlich, easy reicht das. Ledian, reicht natürlich, reicht doch easy. Was bist du eigentlich für ein Hawk mit deinen Pflanzenkäferpokes, ey? Richtig der komische Dude gewesen. Freitag der 13. Nee. Erstens ist heute kein Freitag. Zweitens wird der nächste Freitag auch kein 13. sein. Mammutel. Okay. Kriegen wir das Ding irgendwie runter? Ja, easy. Easy. Ach Gott, ey. Reptain. Easy Tackle, würde ich sagen. Also derzeit echt, ich hau alles entweder mit Tackle weg oder halt mit Rasierblatt. Also es sind eh alles meistens One-Hits. Das ist so unglaublich. Galaglai. Es ist aber auch auf einem Level gerade. Der ist halt echt unglaublich. Ich bin Level 15 und der ist so Level... Schieß mich tot. Aber wir sind gleich wieder da, wo wir letztes Mal auch waren. Nur mit einem Pokémon statt 4 Pokémon. Ne, mit 2 sind wir da. Statt 4. Ah, ich habe keinen Bock jetzt zu trainieren, wenn ich ehrlich bin. Also das andere Po. Vielleicht auch Screen irgendwann mal. Aber gerade ich keinen Bock drauf. Oh Gott, ey. Ich werde gucken, ob ich jetzt noch gleich weiterkommen werde. Als letztens. Aber wie schnell wir jetzt nachgezockt haben. Durch den ganzen Speed und ETC. Aber ab der Stelle, wo wir eben aufgehört haben, wo wir verloren haben, werde ich dann normal weiterspielen ohne Speed. So. Alter, ey. Bin ich froh, wenn wir da angekommen sind. So, jetzt Lebel, bitte geh mal weg. Blablabla, es muss schwer sein, blablabla. Clou, offensichtlich kannst du dich auch nicht einschleimen, oder? Oder anbieten. Ich glaube, das trifft es eher. So. Dieser kleine Engel soll dir Glück bringen. Danke, danke, Missy. Aber ich weiß nicht, ob der mir so viel Glück bringen kann. Das Lucky Poke wird mir vielleicht ein bisschen Glück bringen, aber sonst, keine Ahnung. Gib mir jetzt die Karte. Dankeschön. Dann muss ich die zwei Trainer hier noch besiegen, dann mache ich das Quiz und dann sind wir noch beim Zero Battle. Oh Gott, es wird wahrscheinlich wieder Zero zu irgendwas für die Ina ausgeben. Nidorina, okay. Ja, einfach Rasierblatt rein. Juckt doch keinen. Ja, mega. Einfach Tackle rein, juckt doch keinen. Level 7 ist das Teil aber schon. Da muss ich mehrere Tackle einsetzen. So. Und der nächste Trainer. Ja, das war jetzt nicht gerade schwer. Smogon. Bam. Oh, fast down. Fast down. Ja, jetzt gleich nochmal ein Pokémon mit Drachenwut oder sowas. Das wäre es neu. Er hat ja eben schon als Starter einfach so einen Kack Shadow Poker hat. Also das Gute ist halt, dass er seinen Starter einfach nicht behält. Ja, Fluch nicht lernen, Alter. Wenn ich Fluch lernen würde, wäre ich echt der letzte Mongo, ey. Wollen wir jetzt keinen beibringen hier, Fluch. Oh, jetzt kommt der Pocket Schwärm wieder. Nervig. Anstatt, dass es uns einfach den Pocket gibt. Wisst ihr, das ist so ultra nervig. Gib mir doch einfach den Kack-Pocket, so. Und, oh, jetzt, der läuft von mir weg, genau. Und jetzt nervt er nicht die ganze Zeit, so. Das ist uncool. Dann hier hinten den Boy. Ah, TCG-Codes kannst du mir gerne zuschicken, wenn du dabei bist. Ich wollte eben halt nochmal ein paar TCG-Videos aufnehmen. Würde sich gut, koppeln lassen. Genau, das wollte ich sagen. Antonio, danke für dein Follow. So, und jetzt lass uns bitte diesen leisten Kampf jetzt gleich machen gegen unseren Rivalen. Also falls ihr noch donaten wollt, subscriben wollt oder followen wollt oder was weiß ich oder irgendwas machen wollt, könnt ihr das gerne jetzt noch machen.
Weil sonst werde ich das später nicht mehr finden. Also sehen wahrscheinlich. Wir machen gleich Schluss so gegen 17 Uhr. Deswegen, falls ihr noch was machen wollt, dann macht es am besten jetzt. Leute. Wir kaufen erstmal noch einen. So, habe ich eigentlich alles gehirrt? Nee, können wir mal eben kurz ab hier. Und dann geht's auf in den Kampf. Ey Leute, es ist so krank. So krank. Eben hat er uns so wegzerstört und jetzt können wir vielleicht wieder aufholen. Wäre zumindest so cool. Na gut, Kampf gegen Zero, Leute. Ich hoffe, er zerstört uns nicht. Fischer Crystal mit Morlord. Das geht mega klar. Es geht mega fit. Das ist ein One-Hit vielleicht sogar. Silva, danke für dein Follow. Azirblatt Boys. Go Clue. Ist sogar ein One-Hit. Nice. Muss ich vielfach Schwäche. Nice. Gibt viele Erfahrungspunkte. Wir sind aber auch schon Level 17, ja. Seemon auch perfekt gehalten. Das war auch ein Drachenpoke, aber hey. Würde mich jetzt wahrscheinlich nicht allzu krass abfacken. Hoffe ich zumindest mal. Gerackt. Und fast auf Level 18, nice. Panekon, ja, weg da. Das war jetzt nicht schwer, Leute. Das war jetzt echt nicht schwer. Panekon sieht aber auch aus so wie so ein richtiges Schattenpauk, muss ich sagen. So. Ja, Till, ich werde gleich auch Schluss machen, deswegen. Das bringt jetzt, also. Am besten verabschiedest du dich dann schon direkt, weil. Ja. Ich bin gleich weg. Ich bin gleich away. Dum, dum. Dum, dum. Boah. Ja, ich glaube, Rasierblatt bringt ja doch schon ein bisschen mehr, oder? Ah, weg mit dir, Bruder, weg mit dir. Dankeschön. Danke. Wir haben es geschafft, wir haben ihn besiegt, nachdem wir es letztens verkackt haben. Heißt, wir safen jetzt. Oh Gott, wir können endlich hier schön safen. Ich bin zufrieden. Bin glücklich. Alles ist okay. Oh, wir haben es geschafft. Ja, es war echt kacke, Leute. Es war echt mega kacke. So, Spiel gespeichert. Gut. Heißt, wir dürfen jetzt nochmal schön ins Boma-Center gehen und dann. Ah, es war dumm, dass ich jetzt schon gespeichert habe. Wahrscheinlich streame ich morgen wieder. Mario Kart 8 und so ein Stuff. Müssen wir mal schauen. Knackach mit Drachenwut. Wahrscheinlich vorher nochmal eine Runde Pokémon Platin. Mal sehen, schauen wir dann. So. Auf jeden Fall danke, dass ihr alle da wart. War auf jeden Fall relativ unterhaltsam, würde ich mal sagen. Alter, ich bin gerade echt. Es hat mich echt ein bisschen demotiviert da gerade eben. Aber gut, Leute. Aber gut. Ich würde sagen, Dankeschön für die ganzen Subs, die ich bekommen habe. Vielen lieben Dank an White, an Koga. Das gute Mädel, ne? Ich hab's nicht vergessen. Ja, danke auf jeden Fall an euch, an die Subscriptions. Und ich würde sagen, meine lieben Freunde, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Euer Solo. Haut rein.